Warte, 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 wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, jetzt sehe ich dich. Na, wunderschönen guten Morgen. Hallo, PsychShort, moin. Hi, na, Astro. Ich habe gerade hier auf deinem Discord geguckt, ich habe dich nicht gesehen irgendwie, keine Ahnung. Das ist nicht schlimm, hast du hergefunden. Ja, wir sind gerade schon online. Ja, wir haben auch schon schön gesprochen so. Ah, ja. Schön. Ich muss mal deinen Stream starten. Ich habe mich gerade an den PC gesetzt, habe meinen großen Becher Kaffee hier stehen und werde jetzt mal den Twitch-Channel von dir mal aufrufen. Kaffee. Geht's dir gut? Hast du schöne Weihnachten gehabt? Ja. Also hervorragend. Ich hoffe, du auch. Ja. Sehr schön. War toll. War nichts Besonderes, ne? So mit Familie und so und also Frau und Kind und Hunden. Mein Sohn hat seinen ersten Gaming-Monitor bekommen, aber nur was ganz Kleines erstmal so zum Start, aber er ist mega begeistert und hatte bisher immer nur so einen Billigmonitor. Jetzt sitzt er die ganze Zeit vor seinem PC, was meine Frau wieder nicht so toll findet. Aber es kommt Gaming drin vor, da ist ja schon mal viel dran werden. Ja. Jeden Fall. So, PsychShort. So. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, guck mal, du wirst schon wieder gelobt hier für deine Engelstimme. Ich bin gar nicht so zufrieden hier mit meinem Setup an meinem Spiele-PC, weil das Mikro, was ich hier habe, das hat einen unheimlich hohen Widerstand und da muss so viel Power drauf, damit da überhaupt ein bisschen vernünftiger Klang drauf kommt. Jetzt habe ich hier schon so einen DBX-Vorverstärker und natürlich dann, jetzt fehlt mir gerade das Wort für die Hardware, die ich hier dran habe. Kompressor, egal, auf jeden Fall habe ich mir gesagt, ich brauche einen Kompressor und ich brauche noch so ein, ich glaube, Fat Mic nennt sich das, also nochmal so einen richtigen Vorverstärker vor dem Mikro, damit er endlich mal ein bisschen Power drauf kommt. Weiß nicht, ich habe hier von ART die Tube MP/C, das ist eine Röhren-PM. Die kosten nicht so viel, aber die Dinger haben Wumms. Also die sind ganz angenehm, du kannst auch die Röhre austauschen und die haben natürlich auch einen sehr schönen warmen Klang. Deswegen, die sind eigentlich sehr angenehm. Mit beschäftigen. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Mir wurde halt gesagt, ich würde hier über mein Mikro wie durch ein Telefon klingen. Nee. überhaupt nicht. Ja. Ist halt kein Vergleich, als wenn ich oben in meiner Booth sitzen würde. Da hast du ja das Rode NT1A, oder? Es ist ein... nee. Hast du geändert? Der Procaster ist es. Ah. Ja, den habe ich jetzt weggegeben. Den hast du jetzt weggegeben? Ja, ich habe ja ich habe ein Headset, mit dem ich gerade mit dir spreche. Ach was, das hört sich ja cool an. Was ist denn das für eins? Das ist ein Beyerdynamic MMX300. Läuft übrigens genau über diesen ART-Tube. Mhm. Ja. Das ist natürlich auch schon, was hast du für bezahlt? 400, 500? Nee, das kriegst du für 200 B-Ware bei Thomann, ansonsten 230 Euro. Wenn du es personalisieren willst, mit Bild, Farbe, dies, das, bezahlst du bis zu 300. Das ist vollkommen okay, also... bin damit sehr zufrieden. Also ich höre jetzt keinen Unterschied zu deinem bisherigen. Wie lange hast du das schon? Das habe ich jetzt so ungefähr 2 Monaten. Ja, und das letzte Mal habe ich dich gehört, das ist ein halbes Jahr her, denke ich mal, wo ich mal in einem deiner Streams dabei war und finde ich jetzt keinen Unterschied. Ja, vor allem mir war halt wichtig, dass dieser große, dicke Knochen nicht mehr im Gesicht die ganze Zeit rumwedelt, vor allem für Headtracking, Face-Tracking in Star Citizen und... Stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wenn du einmal damit gespielt hast, ne, du willst das nie wieder los. Das ist wirklich gut. Das macht Spaß, damit zu spielen. Na gut, ich streame ja nicht insofern oder seltenst. Insofern werde ich wohl den Knochen hier behalten. Aber tatsächlich, ich will ja diesen Eye-Tracker auch ausprobieren, wenn mein neuer Monitor endlich mal ankommt, der als Sperrgut unterwegs ist. Deswegen dauert es etwas länger. Hast mir ja gesagt, welche Größe das hat, ja. Das ist auf jeden Fall... 1,24 breit. Ich habe schon mal ausgemessen, aber sollte noch hinpassen an die Wand. Kommt dann so mit einem Speditionsauftrag, weißt du, so 2 große, dicke, starke Männer. A la Bud Spencer-Style. Ja, genau. Wo ist das Bier und das Würstchen? Der Monitor ist zu schwer. Ja, ich war auch überrascht. Also ich war erst total, ich war total gehypt, habe mich total gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, ja, ich schenke dir einen Monitor, geil. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, oh weia, das Ding ist so groß. Aber ich bin total gespannt,
wie sich auch das auf das Arbeiten mit der Videoerstellung auswirkt. Dann habe ich ja eine unheimlich breite Fläche zum Arbeiten. Und, ah, du wirst dich freuen, glaub mir. Ja. Du wirst dich, so. Das war schon ein Unterschied zwischen den 27 zum 32 Zoll. War das schon ein Riesenunterschied und das macht sich schon bemerkbar. Du hast mehrere Monitore nämlich an, ne? Mittlerweile 5, ja. 5, ja. So als Pro-Streamer braucht man das, glaube ich, auch. Was vorher hat man erzählt, er hat irgendwie 6 Monitore und er möchte auch keinen einzigen missen. Und wahrscheinlich geht das dann bei dir auch in die Richtung, dass du dann irgendwas so eine Monitorwand vor dir hast, um alles im Blick zu haben. Vor mir sind aktuell 3. Und links von mir stehen 2 am Streaming-PC, aber der wandert jetzt weg, also kommen die anderen Monitore jetzt auch an den Haupt-PC ran. Also dann sind es dann wirklich insgesamt 5. Ja. Live oder PTU? Ich bin dann live. Okay. Warte, dann komme ich gleich wieder ins Hauptmenü. Alles gut, ich sehe gerade, ich muss nochmal kurz updaten. Ich hatte zwar upgedatet, aber offensichtlich ist schon wieder ein neuer Patch rausgekommen. Ja, vor 2 Tagen kam einer. Ja gut, über Weihnachten bin ich nicht drin gewesen. 3.12 habe ich, wie gesagt, noch gar nicht angeguckt. Ach, gar nicht? Nee, null. Uff. Oh, also insofern bin ich sehr gespannt auf 3.12, wie es läuft und wie es sich verhält und so. Verhält sich relativ gut. Die Performance ist moderat. Es kommt sehr auf den Server an, sehr auf die Tageszeit, wie immer, aber diesmal ist es sehr extrem. Also es reicht von, dass ich auf Lorwell zum Beispiel unterwegs bin mit Servern mit 60 Frames fast konstant bis hin zu 15 Frames, also je nachdem. Also das ist halt schon sehr, nicht sehr angenehm jedes Mal. Würde jetzt meine erste Vermutung sein, dass diese Berechnung an Nebelwolken so viel Performance frisst, oder für dein ist das wieder ein Backend-Problem? Gibt es da irgendwie Informationen zu? Offiziell gibt es da keine Informationen dazu, wie es halt immer so ist, ne? Deswegen, die werden wahrscheinlich jetzt ausgelastet sein und dann werden die sich halt denken so, jo, gibt halt viel zu tun. Muss man halt gucken so. Big Mo, danke für deinen Resub im 2. Monat, dankeschön. Entschuldigung. Ah, ja. Deswegen bedankt man sich ja gern. Ich lerne mal kurz irgendwo. Ich lasse jetzt die Mission mal links liegen. Ich suche gerade die Einstellung, ich suche gerade mein Mischpult, aber irgendwie finde ich das nicht, deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen anders. So. Guten Morgen. Und hallo Zuck, hallo Spooky. Genau. Hallo Astro Sam. Ha. Hi! Mensch, du im Chat? Was für eine du Ehre. So. Ah, da muss ich jetzt überlegen, mit der Jericho Station habe ich dir schon geschrieben, das ist ein bisschen schwierig, weil die war im letzten PTU-Patch, also im vorletzten, war sie noch anflugfähig. Ich glaube, sie so zu suchen mit den Koordinaten nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Okay. Weil die ist ja irgendwo um Microtactile 1 im Nebel. Und das sind ja Beträge, da musst du ja immer gucken, wegen Starten, Bremsen. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass man sich allgemein erstmal die neuen Locations anguckt, vielleicht die Raffinerie, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Nee. Die Blendetech haben sie ja überarbeitet, also wirklich schön stellenweise, die Monde sehen spektakulär gut aus, wie Daymar zum Beispiel. Hervorragend, die haben noch nicht alle fertig gemacht. Es gibt natürlich neue Waffen, die Preise für die Missionen wurden verändert. Also wir haben ja stellenweise Missionen wie 3 Protem, also eine Protem-Gruppenmission, wo wir dann 90.000 UEC plus Bonus bekommen mit dem Reputationssystem. Da haben wir dann aber auch solche Ziele wie erledige in 45 Minuten 3 Hammerheads, die jeweils im schlimmsten Fall nochmal von 2 Hammerheads bewacht werden. Ach du Scheiße. Und so weiter und so fort. Und das geht richtig gut. Natürlich und die Idris. Da haben wir euch schon alles vorbereitet. Also wenn du heute Lust hast, ne, nehmen wir dich gerne mit und lassen dich mal dabei mitwirken, wenn heute mal eine Idris explodiert. Ja, sehr geil. Habe ich dich schon in meiner Freundesliste drin? Weiß ich gar nicht. Ja, da bist du, alles klar. Ja, ich lande gerade. Dann kannst du mich einladen. Also ich bin jetzt im Hauptmenü. Ja. Wenn ich in deiner Party bin, spawn ich dann irgendwie? Oder sollen wir nochmal zusammen reingehen? Wir gehen zusammen auf einen neuen Server. Okay. Du wirst dann wahrscheinlich in Lorwell starten. Ich bin jetzt erstmal, wie gesagt, im Hauptmenü und bin erstmal völlig ahnungslos. Ahnungslos ging ja von dannen. Okay, ich komme ins Menü.
Guten Morgen, Mikey, Falkloud One, Zagaroth und Black Phoenix. Euch allen einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Zum entspannten Wochenendstream. So. Weihnachtsstream. Das ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag. Aber es ist nichts weihnachtlich. Außer eine Idris, wenn sie explodiert. Heiligabend stand irgendwo im Chat, heute ist hier nichts heilig. Fand ich auch sehr gut. Ah, da ist ja schon die Invitation. Genau. Ja, Ribok, also mitkommen könnt ihr gerne. Ich weiß nicht, stört dich das, Astro, wenn wir ein paar Mitflieger haben? Nö, alles gut. Perfekt, dann lade ich nochmal mit dazu ein. So. Ja, schöne Zeit hatten wir. Wir haben hier zwei Tage schön durchgestreamt. Den ersten Tag, ich glaube, von um 12 bis die Nacht um 11, um 12, also Heiligabend. Also 12 Stunden Stream, gestern auch so 10, 11 Stunden Stream und heute wieder. Na? Also schöne Momente gehabt. So. Dass dir das nicht langweilig wird. Nee, warum denn? Es gibt immer was zu tun. Was habt ihr gemacht? Idris. Wir waren sogar auf der Brücke. Die ganze Zeit, oder wie? Nee, also wir haben uns also mein Reputationssystem ein bisschen hochgespielt, ne? Dann ein paar Sachen experimentiert. Idris, natürlich das Triggern der Idris dauert stellenweise sehr lang. Die musst du dir aber auch erstmal freispielen. Das kannst du ja mit der Erlinken-Gang machen. Mhm. Das ist ja die Missionskette von Mais Eckert, die wir schon seit Anfang des Jahres haben. Ja, und ansonsten durchgequindet. Versucht, dass wir nicht ins Gefängnis kommen. Weil das ist die Hölle auf Erden. Da willst du nicht hin. Was? Du kommst da nicht mehr raus. Was? Das. Sollte ich mir doch schnell einen anderen Account erstellen, dass ich noch mit einem anderen Charakter hier reingehe? Nee, wir gehen doch nicht in den Knast. Natürlich, so. Natürlich viel mit den Zuschauern gespielt, natürlich. Ne? Ah. Hallo Mobubu, danke dir auch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und natürlich ein zelebrierendes Luminalia, natürlich. Happy Luminalia an alle. So. Das kann man nur aussprechen, wenn man schon irgendwie ein bisschen was getrunken hat, ne? Kaffee. Mit Schuss. So, würde ich sagen, gehen wir mal auf den Server und sollte es mitgezogen werden. Ja. Sehr gut. Lät. Ja, ich habe so roundabout, denke ich, 2-3 Stunden Zeit. Das klingt gut. Die wir heute zusammen verbringen können. Und du hattest Besuch, ist sie jetzt wieder weg oder hast du auch mal irgendwie Privatzeit außerhalb des Spielens verbracht mit Freunden und Nee, gar Menschen? Nicht. Also über die Feiertage gar nicht. Aber ich kann ich auch ehrlich sagen, mein Chat weiß das, ich habe ja niemanden mehr, mit dem ich Weihnachten feiern kann. Und dank Corona ist das ja dieses Jahr sowieso ein bisschen schwierig. Ja. Mit Freunden und die Verantwortung möchte ich nicht haben, wenn da was passiert und so. Und dann gehe ich lieber verantwortungsbewusst um und sage, okay, ich fahre das einfach runter und bleib halt zu Hause. Macht mehr Sinn. Das ist echt schwierig, weiß ich. Kann man hier auch ein bisschen privat plaudern oder eher nicht? Klar, also wenn es den Chat nicht stört, ne? Also bei mir ist immer alles offen und herzlich. Ich finde es, also mein Sohn wird jetzt 14 und selbst der hat inzwischen so seine eigene kleine Community und trifft sich so mit dem und dem und spielt mal, was weiß ich, Terraria oder hat jetzt zu Weihnachten auch seine erste Cutlass bekommen. Dem werde ich jetzt demnächst sicherlich auch mal ins Verse gehen wieder. Und jetzt hat er sich auch gerade wieder mit jemandem getroffen. Ich wache hier auf Lorville auf übrigens. Ja, ich komme nicht gleich abholen. Alles klar. Ich bin halt auch ständig irgendwie beschäftigt, entweder mit meiner Community oder baue Videos oder was weiß ich, kennst das. Und meine Frau ist noch sehr, sehr oldschool, ist glaube ich jetzt gemein, ne? Aber sie ist halt so online überhaupt, hat überhaupt keine Aktien drin und hat ihr Leben immer aufgebaut auf persönlichen Kontakten und das ist total runtergefahren. Sie hat im Moment irgendwie gar keinen mehr und das merkt man auch, das ist echt... schwierig. Das verändert es wertvoll, wenn man online tatsächlich Kontakte hat, um was der Chris Roberts in seinem Letter from the Chairman ja auch geschrieben hat, ne, um zumindest so einen Anschein an persönlichen Kontakten zu bewahren. Mhm. Ja, das ist wirklich so. Ich merke das auch in meinem Umfeld von, da liegt ein Geschenk in meinem Schiff. Ja, es gibt Geschenke, die du aufsammeln kannst, dafür kriegst du Geld. Ja, sehr geil. Ja. Was macht man damit? Verkaufen, einfach nur verkaufen, so wie die letzten Jahre auch. Ja, nee, damit hast du recht. Also für viele auch in meinem Umfeld, mit denen ich mich so unterhalte, die ja jetzt nicht so, ich sag mal, online-affin sind,
die machen schon gerade aktuell eine Wesensveränderung durch, vor allem nach diesen ganzen Monaten und so weiter. Für die ist es alles nicht sehr leicht. Das merkt man schon sehr stark, ja. Aber ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sich das hoffentlich dann irgendwann Mitte nächsten Jahres dann langsam wieder entspannen wird. Ich muss mal ganz kurz, da ist der Reebok vor mir. Ach, der kann das hier ganz toll mit dem Begrüßen und so. Ich kann das nicht. Hallo, ich sitze vor dem Monitor und winke. Stell dir vor, wie ich winke. Du kannst F machen, Rechtsklick drücken. Da kommst du in dieses Interaktionsmenü. Ah. Und wenn du es offen hast, gehst du auf Actions und dann gehst du auf Player. Genau, und dann hast du unten die Emotes. Ach, da kommt man ja ganz fix hin. Also schneller geht's nicht, außer hier Hotkeys. Deswegen. Drogenhandel ist auch wieder halbwegs lukrativ geworden seit diesem Patch übrigens. Was ist lukrativ geworden? Drogenhandel, da haben wir wieder einen PvP-Spot. Ach. Weißt du, ich bin so ein Mensch, ich mache nichts, was irgendwie kriminell ist. Keine Ahnung, ich habe da keine Aktien und keinen Spaß dran. Auch nicht in der Testumgebung? Nee, null. Keine Ahnung. Das ist schon Zeit meines Lebens so gewesen. Ich habe früher auch ganz viel DSA gespielt und später auch Shadowrun. Und dann haben wir uns, wir waren alle drei, na, wie so Freunde halt sind, wir sind alle gleich gestrickt gewesen. Und dann haben wir gesagt, ah komm, wir machen jetzt mal eine richtig böse Truppe auf und spielen richtig arschige Typen. Und tatsächlich hat sich das ganz schnell erledigt, weil wir alle festgestellt haben, oh, macht irgendwie keinen Bock. Nö, lass uns lieber gute Leute sein. Und ich war ganz erschrocken, als mein Sohn ankam und sagte, ja, ich habe jetzt meine eigene Community. Wir nennen uns Young, Deadly and Extreme Dangerous. Ich denke, Scheiße. Das müssen die mütterlichen Gene sein. Auch von mir kann er das nicht haben. Wieso, ja. Das kommt auf jeden Fall erstmal überraschend. Ja. Stimmt. Das stimmt. So, ich steige jetzt hier in den Zug. Ich weiß ja, gar nicht, ob Reebok dabei ist. Ja. Ich muss leider mein Schiff wechseln, weil ich kann mal wieder nicht tanken und nicht aufmunitionieren und reparieren und ach, wie so schön das immer ist. Ne? Das haben sie bis heute nicht gefixt, Kai. Leider Gottes nicht. Ach Gott, ich bin auch im Strampelanzug unterwegs. Hey. Seh's mal so, der ist modisch, das trägt jeder. Ja, machst du schon mal nicht verkehrt. Man kann in der Menge untertauchen. Richtig. Assassin's Creed Incoming. So. Da vermisst man zumindest den Bug, wo alle Charakter nach einem Join gleich ausgesehen haben von den Spielern. So, guten Morgen, Linnafrin. Hallöchen, guten Morgen, Modway. Hallo. Haki und Neo, ich lade euch gleich nochmal ein. Ne? Und hallo, Tim. Guten Morgen. Hast du dir denn schon mal die Star Warner angeschaut? Ja, die Star Runner kenne ich tatsächlich. Da habe ich ja auch schon ein Video, ich weiß gar nicht, nee, offiziell nicht für meine Tippies, habe ich mir das mal angeguckt und mal durchgelaufen, rumgeflogen. Finde die für ihre Größe extrem wendig. Krass, macht schon Spaß. Ein paar Design-Themen sind zu diskutieren, aber ja. Aber mir gefällt dieser, schickes Schiffchen. Dieser Style Guide halt von, das ist so ein Ding aus Origin, Drake und vielleicht auch ein bisschen Fumisk mit dabei. So, aber mir gefällt dieses große, komfortable Industrielle mit ein bisschen Hang zur Platzverschwendung. Das spricht mich schon an, ja. Muss ich sagen. Ne? Der gehobene Händler sozusagen oder halt Data Runner. Ist auf jeden Fall ein absolut interessantes Schiff, auch wie breit es aufgestellt ist, so von den Gameplay-Möglichkeiten her und ein total cooles Starterschiff. Abgesehen vom Preis natürlich. Die KIs stehen auf der Stelle und laufen, als wenn sie auf dem Laufband stehen. Siehst du mal, die trainieren den Winterspeck ab. Oh, da kriegst du wieder Tod an, der muss erstmal wieder runter hier. Und wer hier bleibt einer stehen? Dann beweg dich lieber. Beweg dich lieber, sonst kommen die NPCs auf dumme Gedanken, ne? So, ich wollte noch ein paar Leute einladen. Ja. Wo sollen wir uns irgendwo im Orbit treffen? An der Orbitstation? Ja, an der Raumstation, denke ich. Das trifft sich ganz gut. Ja, alles klar. Deswegen, es passt ja sogar gerade. Ich bin gerade mit der Dings unterwegs, mit der Star Warner. Ja, perfekt. Geht das eigentlich ganz gut. Haki, kannst du mir bitte nochmal den Handle geben?
Da kann ich die nochmal einladen. Neo, du hast einen Invite. Aber leider ist der Server gerade voll. Ist ja nicht schlimm. So. Ja, dann gucken wir uns natürlich erstmal, ich denke, glaube, dass das Simpelste wird erstmal das Thema sein, volumetrische Wolken und Raumstationen. So als Einstieg. Und dann gucken wir uns die Idris an. Ja, irgendwann demnächst. Also die Mission hatten wir, glaube ich, sogar theoretisch. Müssen wir gleich mal schauen. Haki, du bist aber nicht online, oder? Ich mag dieses Mobi-Glas ehrlich gesagt nicht. Doch, da ist er. Weißt du, es gibt nämlich so einen ganz schwierigen Bug, wenn du so 200, 300 Leute im Mobi-Glas hast und du öffnest die Friendliste im Mobi-Glas, dann hast du quasi Standbilder. Ach, ich denke, das haben sie gelöst. Das war ja mal, dass die Daten abgerufen werden müssen von der Datenbank und dann passiert nichts mehr, weil das Laden der Daten so lange dauert. Das wollten sie doch gelöst haben. Ich glaube, das haben sie doch zwischendurch, ging das mal. Und es gibt auch hin und wieder Momente, wo das auch gut funktioniert. Mhm. Leider nur nicht konstant. Und das ist halt ein bisschen schade. So, jetzt sag mir nochmal kurz die Shortcuts, wie ich mein Raumschiff starte. R ist Flight Ready. R ist Flight Ready, genau. Da geht Engine und Schiff an. Ah, perfekt. Ja. Nur nicht I drücken, da geht die Engine wieder aus. Das wollen wir nicht. Und U auch nicht, da geht der Strom aus. Aber O und P sind okay. Das sind nur Schilde und Waffen. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Lege gerade 2015, glaube ich. Und habe anfangs alles auf die Friendslist gepackt, was nicht mal drei auf den Bäumen gewesen ist. Und jetzt habe ich letztes Jahr einfach mal alles gelöscht, was ich nicht wirklich persönlich oder beziehungsweise irgendwie durch regelmäßige Aktivitäten kenne. Und dann sind, glaube ich, weiß ich nicht, 30, 40 Leute übrig geblieben. Das war angenehm. Schön performant. Alles Leute, die ich kannte. Ist aber nett, dass man da drauf geblieben ist. So. Ja, den Schritt habe ich mir auch schon überlegt. Auf der einen Seite ist es technisch halt notwendig. Auf der anderen Seite hilft es auch gegen Stream-Sniper vielleicht ganz gut. Auf der wiederum nächsten Seite ist es aber so, dass man sich da schon ein bisschen schlecht fühlt, weil man die Leute ja nicht vom Kopf stoßen möchte, weißt du? Robert, ich stürze gerade ab. Sag nochmal, wie ich die Düsen verstelle. Ich bin mit der Terrapin unterwegs. Ich glaube J oder K, ich weiß es nicht. Ich spiele mit Hotas. J oder K. K, alles klar, okay. Danke. Und auf jeden Fall ist das halt so eine schwierige Entscheidung, weil es ist an sich schon notwendig, jetzt zu sagen, hey, ich muss die Kontaktliste eigentlich mal wieder komplett clearen und nur noch die Leute drin haben, mit denen ich wirklich aktiv spiele, mit denen ich fast tagtäglich zu tun habe, wo ich auch weiß, das macht halt Sinn. Aber wie machst du das halt zum Beispiel bei Community-Events? Du willst die Leute wieder adden, dann musst du die danach wieder raushauen, dann musst du die wieder adden. Das ist für niemanden eine gute Lösung aktuell. Na, aber leider eigentlich schon notwendig. Und ich versuche das so ein bisschen hinauszuziehen, so lange wie es geht, in der Hoffnung, dass irgendwann eine Lösung für die ganzen technischen Probleme um die Ecke kommt. Aber das. Mich wundert das wirklich, weil das ist ja deren oberstes Ziel gewesen, das oberste erklärte Ziel, dass sie dieses Cap von, was sind das, 300 Kontakte oder so auflösen, indem sie eben alles homogen auf eine Plattform bringen, alle. Ja, Spiel, Spektrum, alles greift auf dieselbe Freundesliste zu und alles geht dann ganz performant und schnell. Und jetzt ist es schon wieder irgendwie so, dass es nicht funktioniert. Das wundert mich. Also ich will jetzt nicht, dass ich das kritisiere. Ich weiß, dass sie sich in der Entwicklung befinden, aber mich wundert das einfach, weil es hat ja funktioniert. Ja, wer weiß. Ich würde lachen, es liegt daran, dass das Mobi-Class noch nicht im Building-Block-System läuft. Ja, das kannst du haben, ja. Ey, sag mal, die haben ja auch hier die Sternentapete erneuert. Das sieht ja geil aus. Ja, wenn du da mal von oben nach unten guckst, über der Wolkendecke, das sieht mittlerweile auch besser aus. Sind zwar immer noch 2D-Wolken, aber es ist alles sehr viel hübscher geworden. Stimmt. Ja, ich guck gerade mal. Ich bin hier kurz vor Everest Harbor. Wolken, Schatten. Sehr geil. Ja. Also optisch muss man echt sagen, die machen immer weiter und weiter und weiter. Und auch im nächsten Patch kriegen wir noch eine Verbesserung für die Planetentech. Für 3.13 haben sie ja in der Roadmap ja schon gezeigt, angedeutet alles. Und da freue ich mich auch drauf. Ja. Wir alle.
Ja, weil es ist ja wirklich so ein Steckenpferd von dem. Was ist denn jetzt passiert? Ah, okay. So, ich bin mal gelandet. Ich müsste nämlich mal das Schiff wechseln. Dieses Schiff hat nämlich keine Schildgeneratoren. Oh, das ist schlecht. Ja, die haben ja die Star Wanderer leider ja kaputt genervt, finde ich. Die haben ja mit 3.12 haben sie ihren HP-Pool fast um die Hälfte reduziert. Ach, und, das ist immer dasselbe. Ja, ich bin der Meinung, so ein großes Schiff wie die Star Wanderer, die kann ruhig mal 3-4 Minuten Dauerbeschuss aushalten. Mhm. So von so kleinen Jägern. Es ist aber auch sowas wie, du kannst mit einer Aero, mit den Scatterguns, das sind so spezielle Ballistikwaffen, kannst du eine Caterpillar innerhalb von einer halben Minute zerstören. Es gibt jetzt Leute, die haben es hinbekommen, mit einer Hawk oder mit einer Aurora eine Idris im Alleingang zu erlegen. Da stellst du dir die Fragen, wie kann das bitte gehen? Na? Das stimmt, das sollte selbst bei den ersten Anpassungen, Balancing-Anpassungen eigentlich nicht sein. Genau. Aber gut. Ja. Was ich total angenehm finde, ist, dass CRG ja nun wirklich ständig, durchgängig dabei ist, sich das anzugucken und zu verbessern. Und das findet man bei anderen Spieleentwicklern, würde ich mal behaupten, nicht in dieser aktiven Form. Und dann hauen sie eben auch mal daneben, aber sie korrigieren es dann auch wieder. Du kannst mich gerne korrigieren und sagen, Astro, erzähl nicht so eine Scheiße, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass sie viel am Korrigieren sind. Machen sie. Sie haben aber auch das Problem, dass sie natürlich dafür nur ein kleines Quality-Team haben, das wissen wir ja. Und sich dementsprechend natürlich nur den wichtigen Breakern widmen und nicht den Features, wo es heißt, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen unbalanced, aber es funktioniert ja. Das ist ja auch irgendwo richtig, dass sie genau diesen Schritt gehen, dass sie genau die Richtung nehmen und sich damit nur auf die kernwesentlichen Aspekte fokussieren. Auch wenn das natürlich nicht jedem schmeckt. Gutes Stichwort ist Constellation. Die ist seit 3.0, ist dieses Schiff so kaputt und so stiefmütterlich behandelt. Und mit 3.12 haben sie jetzt etwas genervt. Gebufft. Sie hat mehr HP, sie ist wendiger und sowas. Ja, aber sie ist immer noch eine fliegende Pinata. Ne? Schießt immer oben die zwei Triebwerke ab, geht der Strom aus, weil die Kühler weg sind. So. Scheiße. Ja. Ein wichtiger Schritt wäre gewesen, zu sagen, hey, wir haben doch noch keine physischen Komponenten in den Schiffen, weil die sind ja wirklich noch nicht da. Die du siehst, sind ja mehr oder weniger dreidimensionale Tapeten. Pack doch einfach logisch betrachtet die Kühler nicht in die oberen zwei Gondeln und dann pack die irgendwo in die Mitte des Schiffs. Damit du die riesen Schwachstelle der Conny erstmal wegnimmst. Weil alle Conny-Besitzer, die sind so frustriert über die Situation, ist halt nicht nachvollziehbar. So. Zumal sie auch mal wieder sagen, wie wichtig es ist, dass wir spielen, damit sie die Daten erhalten zum Testen. Das stimmt ja auch. Warte mal, C und landen. So, ich bin jetzt auch gelandet. C? Achso, du hast den Cruise-Mod ausgemacht. So, jetzt bin ich gelandet. Ja. Ah, mal gucken, wie sich das alles so entwickeln wird. Sind da natürlich alle sehr neugierig. Jetzt drücke ich wieder R, ja, für alles ausschalten. In dem Fall U. Ah, U. In dem Fall ist es U. So, warte mal. Und Z war aufstehen, ne? Diesmal sogar gedrückt halten. Ach Gott. Okay. Es gibt aber eine Änderung dafür. Du kannst in den Game Settings, also wenn du Escape Options gehst, auf der ersten Game Settings Seite ganz runter scrollen, da kannst du diese 250 Millisekunden Delay-Taste drücken, kannst du an- und ausschalten, kannst du toggeln. Ah, ja. Okay. Jetzt muss ich mir erstmal kurz einen Raumanzug anziehen, nicht, dass ich gleich ersticke, wenn ich aus dem Raumschiff rausgehe. Das wäre suboptimal. Alles gut. Wir würden auch von hier aus einfach gleich umsteigen. Ja. So, würde ich dir gleich das Pad einfach durchgeben. Seit wann ist die eigentlich New Deals überdacht? War schon lange nicht mehr da, weil ich mir die Schiffe dort auch nicht leisten kann. Mit 3.12 kam das tatsächlich rein. Und vermutlich wegen der Beseitigung der Flugtunnel. Damit die Leute nicht in die Hammerhead und so reindonnern. Ja, mal mit 3.12 haben sie ja diese Flugschneisen entfernt. Das wollte ich dich vorhin fragen. Ich bin gestartet auf Lorwell und habe mich gefragt, wo ist denn jetzt der Flugtunnel und bin einfach so weggeflogen. Die gibt's nicht mehr, ja? Die sind weg, ja. Es wäre übrigens Pad 6, wenn du in den Fahrstuhl steigst, da stehen wir.
Okay, ja, ich brauche noch zwei, drei Minuten hier. Alles gut. Das Menü scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Ich drücke hier immer drauf und dann springt es wieder irgendwo anders hin. Das ist strange. Chat, wer von euch ist Grogu? Wer von euch guckt hier Mandalorian? Nee, ich kann es dir nicht erklären, Kai. Also ich weiß es nicht, weil die Flugtunnel haben an sich funktioniert. Die waren top, also gab keine Probleme. Mhm. Und ja, I don't know, warum die weg sind. Und zum Landen auch keine Flugtunnel mehr, also komplett weg. Komplett weg. Ah ja. Und das heißt, das ist natürlich schwierig, vor allem für uns erfahrene Spieler, wir wissen ja, wie wir einfliegen müssen. Wir kennen das ja, wir haben das ja 1000 Stunden plus gemacht. Ja. Aber was machst du mit einem neuen Spieler? Der hat nicht, wie wir damals, die No-Fly-Zone, dass er die irgendwie sieht oder einen Flugtunnel hat. Er sieht es ja aktuell gar nicht. Also du kriegst ja nur dieses rote, den roten Schriftzug. Vorsicht, vor dir, hinter dir, links, rechts, oben, unten. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann ja, explodiert dein Schiff in der No-Fly-Zone. Ach. Immer noch. Das ist ja blöd. Also, ich verstehe das jetzt nicht. Das ist wie mit dem alten Flugmodell, wo sich viele, viele Leute darüber beschwert haben. Wo muss ich hinkommen? Sag mal kurz. Pad 6. Pad 6. Bin unterwegs. Ich fand das okay. Es hat mir schon Spaß gemacht, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hatte. Und genauso fand ich das mit dem Flugtunnel. Die haben ja am Ende funktioniert. Du bist dann wirklich in diesen Hangar-Bereich geleitet worden und da konntest du dann deinen Hangar suchen. Und ich fand das komplett okay. Es hat mir Spaß gemacht und es hat funktioniert. Dass es jetzt wieder weg ist, verstehe ich nicht. Aber sie werden ihre Gründe haben. Interessanterweise schreibt gerade der User Redduck in Chat, dass sie auf Low FPS gar nicht geladen haben. Ah, okay. Das ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Ich habe im Moment so 40 FPS. Das ist eigentlich okay. So. Ah, da kommst du schon. Ich bin jetzt auf Pad 6. So. So. Wo bist du denn? Bist du das hier mit der Dingrüstung? Ah, ja. Ja, ja, genau. So. Willkommen. Geht das wieder nicht hin, ne? Ach, ich liebe Star Citizen mit seinem Animationssystem. Mal klappt das, mal klappt das nicht, ne? Ich will mich verbeugen, es funktioniert nicht. Das ist der Low-FPS-Bug. So. Ja, ich habe eben schnell rumgedrückt, alles, was ich gefunden habe. Bloß nicht die goldene Rüstung, die finde ich immer so ein bisschen affig. Ja, die ist an sich nur für besondere Anlässe. So. Für Weihnachten. Damit du leuchtest wie so ein Weihnachtsstern. Ah, diese Türen sind auch schrecklich, finde ich. Also, die Idee an sich ist cool, ja? Aber dass du die nicht richtig locken kannst, ne? Dass du immer so eine Sekunde warten musst, bis die aufgehen und dann gehen die manchmal auf und dann in einer halben Animation wieder zu und dann stocken die und dann musst du wieder zurück und vor und dies und das. Ah, das ist nicht schön. Was mich ankekst hier sind diese hochfahrbaren Sitze, die finde ich ziemlich unsinnig. Ich finde es einfach schöner, wenn man in so ein Raumschiff reingeht und sich hinsetzen kann. Aber es ist meine persönliche, wie soll man das sagen, Animosität. Na, mal gucken, wie sie es bei der C2 machen, die ja endlich nächsten Patch kommt. Ich freue mich so sehr darüber. Oh ja. Hattest du dieses Video zu IAA gesehen von Crusader Industries? Nee, habe ich nicht. Okay, soll ich dir mal eine lustige Geschichte dazu erzählen? Schieß los. Wir haben hier gestreamt, jeden Tag. Bei IAE ist ein besonderes Erlebnis, ne? Und naja, dann haben wir uns natürlich immer, bevor wir in die Halle gegangen sind, das Video des Herstellers auf YouTube angeschaut. Und was du da gesehen hast, ich war mir nicht sicher, ob es eine M2 war oder eine C2, weil die quasi durch dieses Schiff durchgefahren sind. Also vorne gingen die Klappen auf und hinten ging der Hangar zu. Und soweit mir bekannt ist, ist ja nur die M2, die glaube ich, hat, oder die A2. Und dann hast du richtig gesehen, wie in dem Video dort eine Starlift da drinne steht. Mit Absperrung um die Landefahrwerke, alles drum und dran, richtig vorbereitet, ne? Ach was. Komplett. Und wir im Chat alle ausgerastet, wie so, wow, die haben das Schiff auf der Messe stehen, geil. Und man freut sich, also eins der beliebtesten Schiffe schlechthin. Und dann gehen wir in die Halle
Dreimal darfst du raten, was das nicht stand. Ja. Oh, ja, wir waren richtig, richtig tiltet in dem Moment. Das hast du auch an den Kommentaren unter diesem Video gesehen. Die Community war richtig, richtig sauer über dieses Video. Ja. War halt, manchmal ist CIG nicht so perfekt, ne, was das betrifft. Lumpenfimmel schreibt, ich würde nur Scheiße erzählen. Oh. So, dann erzähl mal, was ich denn für Scheiße erzähle. Du hast vorhin gefragt. So. Okay, jetzt einmal die Augen offen halten, bitte. Okay. Wir sind gleich da. Ach, die C2 hat auch zwei Eingangstore. Okay, na, da freue ich mich doch noch mehr. So, wir sind gerade durch die Elternwolke geflogen. Und jetzt sind wir da. Weißt du, ich bin mal nett. Ich gebe dir mal das Steuer. Wow, ich habe gerade einen Kaffeebecher in der Hand. Hier so Co-Pilot-typisch. Ja? Nur nicht verschütten. Im Moment kann ich mich nur umgucken, ehrlich gesagt. Ich kann überhaupt nichts steuern. Nee, ich glaube, du musst wirklich den Sitz wechseln bei der Maschine. Ah, okay. Was ich gerade feststelle, waren die Scheiben schon immer zerkratzt? Ja. Ah, ich bin aufgestanden. Verdammt, wieso stehe ich hier? Ah, ich bin durchs Schiff gefallen. Oh, was? Gott. Wo bist du? Super. Hallo? Ich bin draußen. Ich genieße die Aussicht. Ja, Gott sei Dank, wir stehen, ne? Oh Mann. So lange nicht gespielt, ins Spiel reingekommen und gleich sowas. Hallo Plopperich, moin. Ja, sehr netter Gast. Hast du schon mal Schach gespielt auf diesem wunderschönen Schiff? Nee, ich habe aber allerdings festgestellt, dass man die Figuren einzeln hochheben und bewegen kann, was ich schon sehr witzig finde. Ja. So. Wir machen mal hinten auf. Ja, danke. Jetzt schön vorsichtig rein. Ah, guck mal, wie Butter. Wo bist du denn? Ja, ich bin im Raumschiff. Hallo. Hä? Ach, jetzt bist du da. Jetzt sind wir dich. Du warst gerade irgendwie weg, so infiltrierungsleich so. So, na dann, das Cockpit gehört dir. Okay, ich bin auf dem Weg. Ah, so. Nee, die Wolken sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Also, was mich bloß so ein bisschen irritiert, ist halt, es liegt vielleicht auch nur an der Perspektive, dass sie so zweidimensional plastisch wirken, weißt du, wenn du jetzt so drinnen bist. Das ist irgendwie komisch. So. Warum müssen sie denn so einen Layer hier drauf packen, dass die Scheiben zerkratzt sind? Noch nicht losfliegen, bitte. Da ist jemand außerhalb des Schiffs, glaube ich. Ups, okay. Ich habe es gerade bewegt. Dann halte ich mal still. Ja, da ist wirklich jemand außerhalb des Schiffs. Hä? Okay. Was du mal gucken kannst, wenn du möchtest, wenn du F4 gehst, Third Person, mal mit den Y und den Freelook aktivierst, wie schön die... Mhm. Wie schön, dass das Schiff angestrahlt wird durch die Beleuchtung. Das sieht wunderschön aus. Stimmt. Ja, krass. Oh. Diese Wolken sind ja echt riesig, ne? Also wie, in welcher Entfernung gemessen zu dieser Kindgaswolke, in der wir uns jetzt ja gerade befinden, ne? In welchem Umfang außenrum ist diese Elterngaswolke? Ich würde mal schon tippen, so groß wie, also halb so groß wie ein kleiner Mond, würde ich schon denken. Also ich habe es mir noch nie angeguckt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Kannst du übrigens fliegen, wenn du möchtest. Okay. Na? Und naja, es ist halt wirklich schwierig abzuschätzen, weil diese Dimension, die kannst du eigentlich auch so als Spieler im zweidimensionalen Monitor gar nicht so begreifen. Ne? Ich habe mal vor 2 Jahren Star Citizen in VR getestet. Mit dieser Software Wharf X, die sind ja dafür bekannt, dass sie sozusagen die Spiele, auch wenn sie noch nicht fertig sind oder keinen nativen 3D-Modus haben, portieren und richtig stereokopische Tiefe darstellen und alles. Der Eintritt in diese VR-Welt war natürlich erstmal mit einer Reclaimer. Und das hat mich regelrecht erschlagen. Also das Schiff an sich wirkt ja schon groß, wenn man so davor steht, ne? Aber wenn du da mal, wenn du das mal mit einer VR-Brille betrachtest, das ist ein
ein so grandioser Unterschied. Das ist richtig, das erschlägt dich regelrecht, dieses Schiff. Also du kriegst richtig Ehrfurcht, auch wenn es simuliertes 3D war. Und das ist nicht so wie im Fernsehen, ne? Wenn du jetzt so einen Fernsehfilm guckst mit 3D-Brille und sowas. Wo bist du denn jetzt hingeflogen? Ich will mal kurz gucken auf die Entfernungsmessung, ab wann die Wolke zu sehen ist. Ich bin jetzt auf dem Weg einfach nach Hörsten-Lagrange 4. Okay. Und interessiert mich gerade mal. Und das Ding ist halt, das ist, du sitzt im Cockpit und jedes Display ging nach hinten weg. Du hast richtig den Kasten gesehen, nicht nur die Fläche und so. Und die Gänge, das wirkt auf einmal so überwältigend. Und ich würde das mal so gerne mit einer Idris sehen, aktuell. Ne? Wenn die Reclaimer war ja schon so der übelste Burner, das war so ein richtiger Killer. Dann vielleicht nochmal mit einer Jump, Idris, Javelin und so weiter und so fort, die wir ja auch demnächst bald wiedersehen werden, die Javelin im Spiel. Anfang des nächsten Jahres. Das wissen wir ja alle schon. Oder hast du den Teaser schon gesehen von IGN? Hab ich mir angeguckt. Ja. Sehr, sehr geil. Das wird richtig geil. Guten Morgen, der Shakes. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. So, 1 Million Kilometer, 900.000, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt wird es langsamer. 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10, 5, Vor allem du hast da hinten ja noch eine Wolke gehabt im Hintergrund. Das ist ja interessant. Die Wolken, also hier an Lagrange Punkt 4 scheint es tatsächlich einfach nur eine Kindgaswolke zu sein. Genau. Stimmt. Während da, wo wir gerade losgeflogen sind, war die definitiv größer. Da haben wir ja... Interessant. Du kannst ja nochmal zu Hörsten allein zurückfliegen, weil du hast zum Beispiel auch die Raffineriestation auch nur an den Lagrange-Punkten der Planeten. Ah, okay. Spannend. Und je nach Entfernung zur Sonne ändert sich auch das Farbbild der Wolken. Also zum Beispiel hast du bei Cosella L1 ein ganz anderes Farbspektrum. Ah ja. Wo soll ich jetzt hinfliegen? Noxtron sagt Microtech L1, die soll übelst riesig sein, sagt er. Microtech, ach, da hinten, alles klar. Oh, der Astroshelm, grüß mal. Was denn? Ich guck gar nicht. Der Shakes ist gerade. Grüß mal. Ja, hallo. Deswegen. Okay. Oh. Aber es ist halt wieder so ein Ding, ne? Du willst jetzt eigentlich nur mal kurz eigentlich die Wolken angucken und dann denkst du dir so, oh, schon wieder eine halbe Stunde rum. Das ist dieses Phänomen in Star Citizen, das ist unglaublich, ne? Man nimmt sich auch immer mal was vor, will den Zuschauern was zeigen und dann guckt man so auf die Uhr. Uff, schon 4 Stunden vorbei. Na, holla die Waldfee. Ja, deswegen spiele ich halt kaum noch, weil die Videos zu erstellen, das kostet so unendlich viel Zeit. Und wenn ich dann noch meiner Frau sagen würde, so, ich spiele jetzt nochmal 3-4 Stunden, ich glaube, dann wird die langsam ausziehen. Das funktioniert nicht. Ich muss mich halt auf eins konzentrieren. Entweder baue ich Videos für die Community oder ich spiele. Ja, das verstehe ich. Geht mir auch so. Shakes, danke für deinen Host und Jetix. Schönen guten Morgen. Ja, du verbindest ja beides, ne? Also deine Videos ist dein Streamen und dadurch spielst du eben auch das Spiel natürlich regelmäßig und sitzt total tief drin. Ich versuche halt schon, also es gibt immer so Ansätze, wo ich immer versuche, eigene Videos zu produzieren, wie zum Beispiel das erste Video zum Headtracking, was ich gemacht habe. Mhm. Die Timelapse, die ich gemacht habe, damals das Video zu den richtigen VoIP-Einstellungen mit den Eventualitäten vom Microsoft-Betriebssystem und sowas. Und ich würde auch gerne mehr machen, aber ich sehe, wie anstrengend das ist, ein Video zu machen. Und wenn man dann noch diesen persönlichen Anspruch hat, dann braucht man für so ein 10-Minuten-Video gerne mal 20 Stunden. So, du hast mal Bugs, du versprichst dich, dies, das und so. Den Workflow muss man erst noch finden, das ist noch nie richtig drin. Oder damals, ich habe damals eine Microtech-Timelapse gemacht und eine von Area 18. Die von Microtech, von New Babbage, die hat mich fast 50 Stunden Arbeit gekostet. Weil immer Timelapse, wieder, da musst du ja unendlich viel Filmmaterial haben, um das dann entsprechend zu verkürzen, ne? Ja, vor allem am Stück, ne? Ja. Deswegen, das ist ja, weil du hast ja dann so einen 4-Stunden-Zyklus, 4,5 Stunden für Microtech, das ist ein kompletter Tag-Nacht-Wechsel, was war das damals so? Und wenn du dann dauernd einen 30.000er dazwischen hast, ne? Dann ist das nicht so angenehm. Und dann denkst du dir so nach 3 Stunden, oh ja, es geht in die Richtung. Und dann so, nein, 30.000er. So.
So, oder 3 Millionen Kilometer haben wir noch. Bin ich mal gespannt, wie groß die ist. Die kommt sogar jetzt schon, oder? Ist dann, na, ich bin mir noch nicht sicher. 1 Million. Shakes, alles gut. Host ist Host, weißt du doch. 800, 700, 600, 500. 200. Lässt sich ein bisschen Zeit, oder? Ja, jetzt kommt sie. 100. Okay, jetzt. Ne? Also ja. 40.000 Kilometer, kann man sagen. Ja. Boah. Ist ein Riesending, ne? Kilometer. Krass. Quantum Travel complete. Ui, warte mal, fehlt was. Ich drehe mich gerade mal um, um mir das Ding mal anzugucken. Ich finde es geil, wie sie das. Also, hier, wenn, also links ist es ja relativ dunkel, rechts ist die, die Beleuchtung durch die Sonne, wie sie das hinbekommen haben, dieser Übergang, die Schattierung, die Verteilung des Lichts. Sieht Hammer, sieht das aus. Richtig, ja. Richtig geil. Der wird dir, glaube ich, dann später Crusader 1 auch noch sehr gut gefallen. Weil da sind die Wolken nicht. So geil. Weil da sind dann die nicht stell so dir bläulich. Vor, du fliegst hier durch und jetzt sind wir ja im sicheren Raum, aber du bist vielleicht im unsicheren Raum, irgendwo weißt nicht, was da auf dich lauert und schleißt dich durch so eine Wolke durch, um, was weiß ich, irgendein Notsignal nachzugehen. Das stelle ich mir richtig spannend vor später. Das könnte richtig cool werden. Aber hier sind die Wolken aktuell leider nicht so dicht. Also wenn du dich richtig drin bewegst, was wir jetzt zum Teil schon machen, dann siehst du natürlich nicht viel von deiner Umgebungswolke derzeit. Das ist halt leider so. Ne? Okay. Weil ja. Eben alles neblig ist, aber es ist ja auch cool. Das ist halt, weil es so groß ist. Und das ist ja halt wie wenn du selber dich im Nebel bewegst. Kennst du ja beim Autofahren oder sowas, ne? Dann hast du erstmal eine gewisse Sichtdistanz. Und das ist natürlich bei solchen riesigen Dimensionen nochmal exponentiell größer, das Verhältnis. Aber was sie ja schon angekündigt haben, mit Wolken wirst du ja Signaturen verstecken können und solche Scherze. Das wird ja richtig, richtig spaßig. Ja. Ne? Doch, jetzt 2021 wird ein total spannendes Jahr. Also ich habe 2019 habe ich ja schon gesagt, 2020 kann ich mir vorstellen, wenn wir nicht so viel erleben. Ich finde, wir haben wesentlich mehr bekommen, als ich erwartet hatte und das trotz noch dieser Pandemie. Aber jetzt 2021, wenn wir die erste Iteration des statischen Server-Mashings bekommen und dann damit einhergehend eben auch Pyro und vielleicht wird das Spieler-Cap auch angehoben. Ey, das wird mega spannend. Crusader, dann wie gesagt noch solche Kleinigkeiten wie die Hercules C2. Spekuliert wurde ja vielleicht auch auf die Star Lifter? Wie heißt das Passagierschiff? Nee. Star? Nee, wie heißt das, das Passagierschiff? Ne, diese Präsidenten das Präsidentenflugzeug. Ja, die sollte aber nochmal ein Rework bekommen, weil die aktuell nicht zum Style Guide passt. Mit dem neuen Style Guide dann entsprechend. Ja. Das ist eines meiner Lieblingsschiffe, die habe ich damals gesehen und habe gesagt, geil. Genesis. Will ich haben. Genau. Genesis, nicht Gemini, Genesis. Ah, ja, sehr gut, danke. Die Genesis. Starliner. Total cool. Starliner, genau. Die hat ist eins der ganz wenigen Schiffe, die ich nie eingeschmolzen habe. Also, die ist einfach wunderschön. Ich hoffe, dass sie die nicht so sehr verändern. Gucken. Schauen wir mal. Mach nochmal einen Sprung zu Crusader L1 und dort gucken wir uns dann den letzten, sag ich mal, Nebel an, der sich großartig verändert und dann machen wir auch gleich mal die Raffineriestation hinten dran. Die befinden wir uns auch gleich da. Ja, Crusader L1, jetzt verrat mir mal. Ach da, alles klar. Der Kieler und Inspector, vielen, vielen lieben Dank für eure Follows und Grizzly. Danke Grizzly 313 für dein Sub. Danke für dein Resub im zweiten Monat, vielen, vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Morgen und schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Nachtfalke im O, Servus Rüdiger. Ist das ein Insider, den ich nicht kenne? Guten Morgen. Hallöchen. Ja, genau. Hier in den Nebel findest du übrigens dann auch die Jericho Station. Ah ja. Genau. Wenn du lange suchst. Rudnik, moin. Karl Kiernan, guten Morgen. Skura, guten Morgen. Hallöchen. Torim, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Michael Jepsen, natürlich immer ein Hype in den Chat. Dankeschön. Dankeschön. So, ja, ich muss dir da beipflichten, möchte ich auch. Dieses Jahr war wirklich sehr umfangreich. Mhm. Wirklich sehr, sehr umfangreich. Auch alleine schon der Anfang des Jahres mit dem Invictus Week, was ja für viele sehr überraschend kam. Ja. Hätte ich ja gar nicht mitgerechnet mit Anfang 2020. Das war ja so ein Ding, wo man dachte so, wow, endlich die Schiffe drinnen. Ne? Das persönliche Highlight. Jetzt nochmal die Idris-Mission, nochmal als solches, die volumetrischen Wolken. Leider keine Sprungtore. Es gab ja bei den Star Runner Trailer
gab es ja Spekulationen auch von meiner Seite her, dass wir vielleicht doch schon, habe das wirklich so ganz klein abgeschätzt, habe gesagt, das ist eigentlich unrealistisch, aber wer weiß, weil das wurde das Sterntor, das Abgestürzte hervorgehoben, das sah aus wie ein Schneeplanet, also wie ein Vulkanplanet, derweil war das aber die banuische Sprache da, also wir haben am Anfang überlegt, ist das Pyro vielleicht der Planet dort im Hintergrund, aber eigentlich gibt es da nicht schon Leben und abgestürztes Sterntor, vielleicht überraschen die uns noch mit Pyro bis Ende des Jahres, aber ist ja dann nicht so gekommen. Na. Aber allgemein noch viele Film an sich, The Reunion, wenn du, das ist ja alles Ingame-Grafik, klar, gepimpt, aber ich bin total geflasht, hab das meiner Frau auch gezeigt, die ja nun überhaupt keine Aktien hat in dem Star Citizen-Umfeld und die sagte auch, boah, das sieht ja aus wie Film, das ist ja richtig geil. Genau, ist sogar so filmisch, dass man Star Trooper dort hat, die nichts treffen. War, danke, ja. Nachtfalke-Mo, für dein Sub. Das heißt, auf ein schönes 2021 im Verse. Realität und Fiktion. Ich gucke halt die Filme, um mich zu unterhalten, nicht um darüber zu diskutieren, wie realistisch das jetzt ist. Ja, das stimmt schon. Ich meine ganze Filmsammlung unten rausschmeißen. Nee, da hast du recht. Das ist recht. Nachtfalke-Mo, danke für den Resub im zweiten Monat. Natürlich werden wir 2021 ein schönes Börs haben, wir alle. Ich sag nur, das Stanton-Event Anfang des kommenden Jahres und ich werde euch alle mitnehmen. Ich habe es ja schon gefeelt, ich weiß ja schon, was uns erwartet. Ich denke einfach, wenn man sich die Entwicklung anguckt, wenn du das auf einem Graphen sehen würdest, dann wird das wahrscheinlich so eine Art exponentielle Entwicklung geben. Ne? Wir sind jetzt halt sehr lange unterwegs auf einer Kurve, die sehr flach ist. Und wenn jetzt die Kerntechnologien und die Werkzeuge da sind, dann wird das steil nach oben gehen. Ich denke, wir werden mit den Ohren schlackern, was es dann, ich sag mal, ab übernächstem Jahr 2022 für Inhalte geben wird. Ich denke mal, das wird ganz rapide zunehmen. Da gibt es ja eigentlich so zwei interessante Gedankengänge von meiner Seite her. Gedankengang 1 ist, das, was wir auf der Warpmap sehen, ist ja nur das, woran sie ja quasi arbeiten aktuell. Und wir sehen nur 20 von 50 Teams. Wir sehen aber auf der Roadmap nicht, was sie schon fertig haben. Stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, öfters in Vergessenheit gerät. Wir sehen auf der Roadmap nie, was sie schon abgeschlossen haben an neuen Inhalten, Welten, Features, Mechanics. Und wir wissen dazu noch zwei Aussagen von Chris Roberts. Erste Aussage ist, hey, wir können aktuell diese ganzen Mechaniken, die wir fertig haben, nicht ins Spiel bringen, weil Performance-Probleme. Zweite Aussage war aber, die ist ja erst aus dem Herbst. Wenn nächstes Jahr im Sommer, Herbst, Server Meshing kommt mit iCache, werden wir die Fluttore des Contents für euch öffnen. Und das ist ja so ein Gedanke, den ich ja immer noch im Hinterkopf habe, weil wir sehen auch in der neuen Warpmap, hey, da steht ja Pyro drinne, ne, die Implementierung mit seinen Grundlagen für Herbst 2021. Das wird sich mit Sicherheit auch nochmal um ein Vierteljahr verschieben. Aber dieser Aspekt ist halt gar nicht so zu vernachlässigen. Ne? Dass wir wirklich, wenn Pyro kommt und iCache, kriegen wir schon in gewissen Zügen im nächsten Patch. Ich glaube, die werden uns wirklich erschlagen mit Features und mit Inhalten. Ich denke, weil sonst würde er die Aussage nicht treffen. Ich glaube, die haben da schon ganz, ganz viel fertig im Hintergrund. Stelle ich mir auch vor, ja. Weil sonst werden sie nämlich wirklich langsam. Das ist ja eine geile Wolke. Entschuldigung, das klingt jetzt profan, ne? Guck mal nach rechts oben, wie schön das übergeht aus diesem dunkelgrau, leicht braun, orange ins weiß, ne? Ja, wie die Sonne quasi hinten diese Nebelwolke illuminiert. Sieht richtig krass aus. Und hast du die gesehen? Station da drin. Hast du gesehen, kurz vorm Eintritt war dahinter noch eine viel, viel größere Wolke. Aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Wir sind quasi zuerst in die Eltern-Kind-Wolke reingeflogen. Und dahinter ist noch die Elternwolke. Das siehst du jetzt zum Beispiel links. Wenn du aus dem links aus dem Fenster guckst, siehst du das ganz weit in der Ferne. Dahinter ist noch eine ganz große, große Wolke. Das stimmt. Ja. Ja, sehr, sehr krass. Sehr geil gemacht. Und trotzdem immer noch 40 FPS. Bei mir 45. Ja, da du verlierst ja keine Frames. Nee, das wundert mich. Also ich finde das echt erstaunlich. War das nicht sogar der Grund, warum sie letztes Jahr gesagt haben, sie bringen die Wolken noch nicht, weil sie mit der Performance noch nicht zufrieden sind? Weil visuell hat sich fast nichts geändert. Aber die Performance war doch mal eine Aussage gewesen. Das kostet noch zu viel. Wie das funktioniert, haben sie uns ja vorletztes Jahr auf der CitizenCon erzählt, ne, dass immer nur das berechnet wird, was sich in unserem Blickwinkel befindet, etc. pp. Aber das eine ist das Erzählen, wie es theoretisch funktioniert, und das andere ist das jetzt zu sehen und zu erleben, dass es funktioniert. Das ist echt krass. Ja.
Hallo Swizzy, guten Morgen. Big Mo, natürlich sollten Sie Grundmechaniken zum Laufen bringen, bevor man neu ist. Es ist immer wichtig. Aber du entwickelst ja ein Spiel nicht sequenziell, sondern parallel. Deswegen hast du ja für die verschiedenen Inhalte auch verschiedene Teams. Es bringt ja nichts zu sagen, hey Schiffsdesigner, warte mal bitte mit dem Schiffedesign, bis irgendwelche grundlegenden Spielelemente fertig sind. Oder Weapon Designer oder Level Artist oder. Dafür hast du ja verschiedene Teams, die sich parallel um die eigenen Kernelemente kümmern. Ne? Dann ist schon mal der eine Part fertig, auf den anderen muss noch gewartet werden. Dann gibt es noch mal ein Polishing von den Originalinhalten und so weiter und so fort. Weil warten ist halt nicht. Wenn du sequenziell entwickeln würdest, hättest du 20, 30 Jahre Entwicklungszeit für ein Spiel. Ja. Ne? So. Ja, vor uns siehst du schon die Raffineriestation. Du kannst ja mal richtig an so ein Silo ranfliegen, damit du mal, da siehst du mal, wie riesig die Dinger eigentlich sind. Das wirkt aus der Distanz wieder total winzig, aber die sind riesengroß. Silo, meinst du diese Dinger an den Armen da draußen, ja, an diesen Genau, sowas zum Beispiel. Ja. Ja, wenn die sequenziell entwickeln würden, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das ist ja auch, jede CPU berechnet ja parallel. Da sieht man ja den Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer. Oder früher eben auch, gab es ja auch noch serielle Anschlüsse. Die Druckeranschlüsse waren seriell. Das hat man dann ja auch irgendwann aufgegeben, weil es einfach nichts bringt. Das kann man auf alle Lebenslagen übertragen. Meine Hype-Nachricht dieses Jahr ist tatsächlich dieses zusätzliche Turbulent-Studio in Kanada, was nur dazu da ist, um Systeme zu entwickeln. Das hat mich so überrascht. Ich dachte, wie geil, dass die jetzt so viel Zuversicht haben, auch, dass sie das mit dem Server-Meshing hinkriegen und mit dem iCache und so weiter, dass sie jetzt schon investieren, um wirklich dann die Sonnensysteme zu entwickeln und die am Start zu haben und, wie du es vorhin gerade gesagt hast, dann wirklich reinzupumpen. Und deswegen sage ich auch, genau wie du, wir werden uns noch überraschen, was passieren wird. Ja. Interessanterweise war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, aber war Turbulent nicht die Firma, die auch das Webseitendesign für CIG gemacht hat? Mhm, genau. Und das war ja eigentlich eine ganze Zeit lang nicht so überragend. Also der Name war ja schon so ein bisschen behaftet, sage ich mal, negativ. Aus Sicht der Community zumindest. Und jetzt natürlich, dass das Turbulent diesen Auftrag bekommen hat, ist natürlich sehr überraschend. Positiv, wie du schon sagtest. Ne? Das heißt halt, sie haben halt gewisse Sachen schon abgeschlossen und sie können dann dementsprechend voller Zuversicht in größeren Dimensionen denken, größere Dimensionen umarbeiten. Viel interessanter ist aber, dass sie dort zwei führende Köpfe der Ubisoft-Firma mit drin haben. Ja, drei. Drei sogar? Drei. Ich habe nur von zwei mitbekommen. Ich bin gerade am Fliegen, ich kann jetzt nicht nachgucken. Alles gut. Aber tatsächlich drei Leute von Ubisoft Kanada. Und das hat mich auch überrascht. Das finde ich sehr interessant. Dass Ubisoft da halt seinen Fuß jetzt quasi, ich glaube, die sind ja für Ubisoft noch beschäftigt, bin mir nicht sicher. Einer, glaube ich, zumindest. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, ne? Dass das vor allem für andere Spiele bedeuten kann, für die Spieleindustrie allgemein, weil aus unserer Wartung her betrachtet ist es ja aktuell ja so, ich spreche jetzt mal für mich, es fällt mir verdammt schwer, mittlerweile andere Spiele, außer es ist jetzt sowas wie ein The Last of Us 2 oder ein Final Fantasy 7, aber im gängigen Praxisbezug die anderen Spiele nicht mit der Technik von Star Citizen zu vergleichen. Aktuell bestes Beispiel ist Cyberpunk. Was für ein riesengroßes Desaster dieser Release war, im technischen Sinne. Mhm. Auf allen Plattformen. Auf der einen mehr, auf der anderen weniger. Und Chris Roberts hat ja auch einen Zaunfall gegeben in seinem Letter from the Chairman auf Cyberpunk. Er hat der Eiskabal so in die Nieren gegen. Guck mal, was passiert, wenn du das Zeug zu schnell entwickelt, ne? Es klang mir aber jetzt nicht hämisch, sondern einfach nur nochmal unterstreichend, dass er voll hinter seinem Weg steht, zu sagen, es ist fertig, wenn es fertig ist. Und dass er auch sagt, wir sind finanziell auf so sicheren Beinen unterwegs, dass ich einfach froh bin, diesen Weg gegangen zu sein und eben nicht in diese Falle laufe, weil irgendwelche Aktionäre schreien oder Publisher sagen so, das muss jetzt aber raus. Es ist eigentlich schade, ne, dass es bei Cyberpunk so gelaufen ist. Ich hoffe, dass sie es noch auf die Reihe kriegen, weil das Spiel selber ist ja sehr, sehr geil. Mhm. Aber es ist halt, schade.
Aber es ist halt auch dieser Aspekt, weißt du, man vergisst das gerne mal. Du steigst ja eigentlich nur in ein Spiel rein und hast nur eine Ladesequenz. Dieser Aspekt immer noch, was für uns selbstverständlich ist, das ist für andere Spieler, ist das ein Wow-Effekt. Zu sagen, was, du hast diese riesige Welt, du kannst während du fliegst und alles geladen wird, interaktiv spielen, als wenn nichts wäre. Für uns ist das Standard, für viele Spieler ist das so ein Mindblow-Event, weißt du, die können das gar nicht verstehen und das hilft ihnen dann auch ein bisschen selber nachzuvollziehen, warum man dann andere Spiele meistens schon so denkt, so, oh, Chris Roberts macht so eine gute Arbeit. Auch klar, es ist eine Pre-Alpha, dies, das. Aber man ist verwöhnt von diesem Mann. Also so geht es mir zumindest als Spieler. Ne? Ja, also wir jammern schon auf einem sehr hohen Niveau. Und ja. Wenn man sich mal die Komplexität betrachtet, einfach mal einen Schritt zurückgeht, was für unendlich viele Zusammenhänge hier bestehen und so kurz Gas geben, dass ich hier nicht gegenhaue. So. Und dass sie das trotzdem, obwohl es noch sich inmitten in der Entwicklung befindet, trotz dieser ganzen Multiplayer-Komplexität mit 30, 40, 50 Frames am Laufen halten, stabil, teilweise eben auch über mehrere Stunden, das ist schon echt faszinierend. Das kriegen manche fertige Spiele in der Qualität und in dieser flüssigen Form nicht hin. Nee, das stimmt. Zu Turbulent wollte ich noch was sagen. Ich habe das ja auch schon mal, glaube ich, in einem meiner Videos erzählt. Ich habe auch immer gerne über Turbulent gelästert, bis mir einer meiner Community-Mitglieder mal kräftig den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, hey, du hast überhaupt gar kein Recht, über Turbulent zu lästern, weil wir kennen die Hintergründe überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wie das Lastenheft ausgesehen hat, was CRG denn gegeben hat. Wir kennen deren Budget nicht und letzten Endes ist es erstmal nur ein Zulieferer. Und wenn CRG denen nur ein knappes Budget gegeben hat und das Lastenheft so aussah, dass sie sagten, das ist das Endergebnis, das, was sie geliefert haben, dann sind sie die Einzigen, die gegebenenfalls innerhalb des Budgets geliefert haben und innerhalb der vorgegebenen Zeit geliefert haben. Man kann es nämlich auch so rumsehen, dass sie gute Arbeit geleistet haben, nämlich entsprechend der Vorgaben, die sie hatten. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und insofern, man muss sich da meinen Kopf einziehen und sagen, ouch, ja, okay, mea culpa, ich habe zu Unrecht hier gelästert über Turbulent und es ist absolut richtig, wir kennen die Hintergründe überhaupt nicht. Und seitdem betrachte ich Turbulent ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und freue mich deswegen auch über diese Ankündigung dieses Studios. Und wie gesagt, als ich gesehen habe, dass da die Ubisoft-Leute mit dabei sind, da ist mir echt die Kinnlade auf den Tisch aufgeschlagen. Weil ich dachte, wenn die Leute Interesse haben, an diesem Projekt teilzunehmen, Ubisoft-Leute, ja, die wirklich Ahnung haben von der Branche, die wissen, wie das Spiel gespielt wird. Boah, seitdem bin ich total gehypt und denke, das geht jetzt richtig los. Dieses Jahr noch Durststrecke, weil die ganzen Grundmechaniken und Technologien noch gebaut werden müssen. Aber ab nächstem Jahr kann ich mir vorstellen, dass es richtig rappeln wird in der Kiste. Ja, hoffen wir mal, dass wir da richtig liegen. Aber an sich, wir müssen uns auch, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Wir haben es ja dieses Jahr, diesen monetären Zuwachs konnten wir ja wirklich beobachten, wie kein Jahr zuvor. Also das war ja, da dachte ich mir so, holla die Waldfee. Und ich denke, dachte mir das ganze Jahr so, und ich schmelze mit Stalkwell jetzt um, ich fühle mich so schlecht. Nein, aber diese Aussage in dem Letter from the Chairman fand ich halt auch geil, dass er sagte, ey, die alten Bäcker und alle überhaupt, ihr braucht euch nicht gezwungen fühlen zu plätschen, uns geht es gut. Ja. Und da brauchst du halt auch kein schlechtes Gewissen zu haben, zu sagen, so, ich mache hier nur mit meinen Store-Credits rum, ganz im Gegenteil. Du bist ja auch jemand, der ganz viel spielt und Reports schreibt und du bist Gold wert für alles Streamer und alle Leute, die spielen, für die Entwicklung des Spiels. Man kann halt nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ne? Eben. Jetzt sag mir mal kurz, ich lande jetzt einfach mal, um die Raffinerie anzugucken, ne? Genau, landen wir mal. Das also CLG auf jeden Fall beeindruckend. Warte mal ganz kurz, CLG ist gelistet an der Börse. Hat Imperium CLG ist an der Börse? Seit wann? Oder warte mal, ist CLG ein eigenständiges Unternehmen oder World Space Industries? Weiß ich jetzt gar also nicht. Also Cloud Imperium nennen sie ja sich ja. Also ich wüsste jetzt nicht. Ach, wo ist denn hier jetzt? Wo kann ich denn hier landen? Verdammte Kiste. Da links vielleicht? Also kriegst du dann, wenn du angefragt hast, manchmal so einen Marker. Ah ja, ich sehe den Pfeil. Alles klar. Ja, ich hab's gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie an der Börse sind.
Die sind limited, glaube ich. Das ist eine LTD. Ich bin mir... Außer sie haben jetzt irgendwas geändert. Ich habe mir vorgenommen, mir nochmal die Zahlen und den Geschäftsbericht anzugucken Ende des Jahres, falls er nicht schon draußen ist. Hm. Das Einzige... Ja, können ja, hm? Ja. Nee, erzählst du erstmal, wenn du möchtest. Im Prinzip war ich fertig. Ich habe nur gerade sagen wollen, die können ja eine Aktiengesellschaft sein, aber sie brauchen nicht an der Börse gelistet zu sein. Das eine muss das andere ja nicht zwingend einschließen. Ja, was wolltest du sagen? Es gibt noch einen Punkt, der für mich für dieses Jahr eigentlich noch offen steht. Und das ist so ein ganz, ganz spezielles Video, wo ich bisher immer noch sehr schade finde, dass es offiziell, dass es am Anfang des Jahres, Mitte, also im Frühjahr, Frühsommer wurde das ja groß angekündigt, ne? Das ist unser tolles Squadron 42 Video für dieses Jahr. Mhm. Dann hatten sie das ja fertig und dann hieß es, hey, wir haben das verschoben, weil wir unzufrieden waren und ihr kriegt das noch bis Ende des Jahres. Zum einen, ich weiß nicht, inwieweit ich diese Aussage Glauben schenken möchte, weil ich denke, sie waren doch bestimmt schon soweit zufrieden, sondern ich rechne hier mit einer Verzögerung, nur mit einer bewussten Verzögerung des Videos aufgrund des neuen Managements fürs Marketing. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil die hatten die haben ja dieses Jahr das Marketing-Management, wenn man das richtig beobachtet hat, aufgestockt, ausgewechselt. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und dass da sozusagen eine bewusste Zurückhaltung ist, weil dass das Video heute noch nicht da ist, das ist halt so ein Ding, das finde ich sehr schade, weil das war so mein persönliches Highlight auch dieses Jahr. Dieses Squadron 42 Video, was wir bis heute noch nicht in die Finger bekommen haben und wir auch bis dato nicht wissen, was jetzt damit geworden ist bis zum Ende des Jahres. Ja. Ja, ich denke, die haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben ja auch immer viel gezeigt und versprochen, was dann am Ende eher kritisch aufgenommen wurde oder wo dann gesagt wurde, guck mal, das sieht nicht gut aus. Der Raumkampf oder die Glitches oder was weiß ich. Und jetzt sagen sie sich, wir zeigen es erst, wenn es wirklich gut aussieht und wenn wir was zum Zeigen haben. Mhm. Ich denke, es ist gesund für alle, ohne Erwartungshaltung ranzugehen, egal was da versprochen wird. Ich war auch so ein bisschen überrascht, dass jetzt kein Briefing Room mehr kommt. Aber ich habe es jetzt auch nicht erwartet, dass es kommt. Oh, ich freue mich über das, was da ist. Ja, die Aussage macht mich halt stutzig, ne? Dass da jetzt kein Update mehr kam zu der ursprünglichen Aussage, die wir im Spätsommer, glaube ich, kam das ja mit, hey, wir sind unzufrieden mit den Animationen, wir machen noch mehr und ihr kriegt dann später nochmal ein Update, dass da halt nichts kam. Das ist halt schade. Ein Hinweis für dich, Astro. Ausmachen mit U des Schiffes oder Power-Off schaltet nicht die Engine aus. Oh. Deswegen laufen dort noch die Wolken. Ach du je. Die laufen nämlich separat. Na, hoffen wir, dass es jetzt nicht geklaut wird. Nee, da fliegt niemand weg. So, die Westrop haben sie, die Westrops haben sie ja gegen die Wand gehobt. Alle drin? Ja. Die Westrops wurden ja überarbeitet, ne? Du hast jetzt diese neuen Fahrstuhlpanels hier. Das hast du ja bestimmt schon gesehen. Die Fahrstuhlpanels habe ich schon gesehen, ja. Endlich. Sieht sehr geil aus. Aber die wirken nicht durchdacht. Also du hast manchmal so Panels wie das hier, wo du unten den Lobby-Button frei hast und du kannst dann runterscrollen, bis du den Lobby-Button siehst, im Gegensatz zu hier, wo das statisch ist. Ne, also da hast du, von den Panels hast du bestimmt drei Versionen im BIOS. Und das verstehe ich stellenweise nicht. Warum dann ein einheitliches System genommen wurde, wo es heißt, hey, der Button zum Hauptraum der jeweiligen Station oder der jeweiligen Hauptlocation in diesem Objekt ist immer statisch. Das ist halt irgendwie komisch. Das passt aber jetzt ganz gut. Was ich putzig finde, das liegt aber jetzt an meiner Einstellung, ist, wenn ich hier versuche, hoch und runter zu scrollen, dann verändert sich die Blickentfernung. Mittlere Maustaste. Ich zoome meinen Blick ran. Ja. Mit der mittleren Maustaste kriegst du den Fokus darauf. Ja, die. Ach so, einmal draufdrücken oder wie? Genau, F und dann mittlere Maustaste, dann kriegst du einen Fokus. Das funktioniert doch bei den MFDs. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Wieder was dazugelernt. Ja.
So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Die haben ja hier ein bisschen die Flexibilität in der Station ein bisschen verändert. Du hast jetzt nicht mehr jeden Bereich der Station, den du zu Fuß erreichen kannst, sondern mit dem Fahrstuhl haben die das System jetzt geändert. Du hast jetzt hier sozusagen Fahrstühle, die dich zu den verschiedenen Ebenen bringen. Ach so, man kann nicht durchgängig hier und dort hinlaufen. Ja. Okay. Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. So. Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Huch, wir haben Reebok und Neo vergessen. Kommen Sie rein. Auf der einen Seite ja, es nimmt einem das Gefühl für die Größe der Station. Auf der anderen Seite fand ich persönlich es ein bisschen nervig, diese langen Laufwege. Es ist durchaus ein bisschen komfortabler, wenn man mit den Fahrstühlen da hin und her fahren kann. Das ist aber nur meine Sache. Ja. Das ist ja genauso wie mit diesen Zugfahrten. Da finde ich auch, dass viele Leute immer heißer essen, als gekocht wird, wie man so schön sagt, weil du bist ja eigentlich später im Spiel nicht ständig und stetig dabei, zu einer Stadt hoch und runter zu fliegen, wie wir es jetzt machen. Du hast ja dann später ein viel größeres Spektrum der Flexibilität, der Locations, der Örtlichkeiten. Und jetzt sind wir halt relativ eingeschränkt in unserer Bewegung, ne? Aber das wird sich ja später ändern. Ich wollte gerade sagen, ich denke, das wird nicht die letzte Änderung sein. Sie werden ja auch die Transit... Wo seid ihr denn jetzt? Ach da, irgendwie wart ihr gerade weg. Ja. Die Transitmöglichkeiten noch einbauen. Vielleicht gibt es ja Laufbänder wie im Flughafen oder so, aber sie wollen ja auch Züge wirklich einbauen in die Raumstation, haben sie angekündigt. Und sogar in den Bengal Carrier, die hat eine Monorail. Ja, geil. Haben die, glaube ich, vor 2 Jahren mal angekündigt, dass sie das haben. Krass. So. Ja, das ist ja so eine kleine interaktive Tafel für Informationen, was dich hier sozusagen auf der Raumstation erwartet. Aber es ist nur ein Film, der mehr oder weniger abgespielt wird. Man kann da nichts drauf anklickern, nee. Okay. Ja. Aber das ist mit Building Block gebaut und bin ich mir ziemlich sicher. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus, auch vom Detailgrad her. Das ist schon hervorragend von der Qualität her. Da merkst du schon den Unterschied zu den früheren Displays. Das ist schon ein ganz anderes Level. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ah, hier, wenn ich stopp, links, hier. Das müssen wir uns noch angucken. Andere Richtung. Was meinst du? Ja. Wir sind übrigens da ja gerade vorbeigeflogen. Ah, dass man hier aus dem Fenster gucken kann, meinst du? Ja, das ist voll cool gemacht. Ja. Dass du halt diesen großen Eisenkäfig hast und denkst dir so, wow. Und weißt du, was jetzt richtig cool wäre? Wenn die Wandul kommen und diese Mittelsäule der Station einfach mal rungs. Das soll ja, glaube ich, später auch irgendwann mal kommen. Ne? Da hieß es ja mal, dass die Raumstationen überfallen werden können, beschädigt werden können und so. Das wird bestimmt so ein richtig spektakulärer Anblick, wenn da mal ein Torpedo reinholzt und das ganze Ding wie so eine Kettenreaktion buff, 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 buff geht. Aber da träume ich zu viel von meinem bösen Ich. So, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Du warst ja noch gar nicht da, oder? Nee, null. Ich kenne die noch gar nicht. Ich war sehr enttäuscht damals von den Cargo-Decks. Hab aber auch gedacht, naja, das ist jetzt die erste Iteration, das werden sie sicherlich noch vergrößern. Boah, ist das groß. Das ist groß. Genau, so habe ich mir die Cargo-Decks vorgestellt, so groß. Das ist groß, visuell und akustisch hervorragend. Vor allem die Effekte, wenn das geschmolzene Eisen da oben aus den Schmelzöfen rauskommt. Die Partikel, die sich bewegen, das sieht wunderschön aus. Ja, das sieht richtig geil aus. Ich habe gerade gedacht, du hast vorhin über VR gesprochen. Das hier in VR, das muss echt beeindruckend sein. Irgendwann, vielleicht bis zum Sommer nächsten Jahres, werde ich mir nochmal eine VR-Brille holen. Nochmal ein Wurf X und dann will ich das nochmal austesten. Das ist so ein Erlebnis, was ich nie erleben können werde, leider, weil ich habe sowieso durch meine Kopf-OP mit Schwindel zu tun und VR kannst du total knicken. Da kann ich mir gleich einen Eimer hier neben dem Bürostuhl stellen. Ja, ist halt immersiv, ne? Wenn sich das Schiff mal dreht. Aber ich möchte dir mal was anderes Cooles zeigen, bevor wir die Station weiter erkunden. Guck dir mal das Panel hier an. Ja. Sowas in der Richtung, so ein Schaltplan in die Richtung. Du siehst das hier richtig schön detailliert, ne? Du siehst die Schmelzöfen, du siehst die Pumpen, du siehst die Relais, du siehst Sensoren, Lampen. So eine Art Display stelle ich mir später vor für die Raumschiffe, für den Engineer. Oder was sagst du? Ich habe ein bisschen Angst.
Aber wäre doch cool, oder? Auf so einem Großkampfschiff so einen richtigen, schön detaillierten Schaltplan, so, das wäre doch geil. Ich glaube tatsächlich später, wenn diese ganzen Game Loop Mechaniken, Spielmechaniken implementiert sind, dann wirst du einen Großteil deines verdienten Geldes ausgeben für Leute, die genau das können. Wir sind jetzt hier alles noch. Ich muss mal ganz kurz die ich höre dich kaum hier. Ja, ich weiß, jetzt genau so. Ich hab mal leiser gemacht. Ja, mache ich jetzt auch gerade mal. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich so vollgedröhnt werde. Wir sind jetzt ja alles Nerds. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber selbst ich, der jetzt nicht viel im Spiel drin bin, denke ich trotzdem, verfolge ich halt sehr eng die Entwicklung, habe meinen Schärflein zur Entwicklung dieses Spiels beigetragen. Aber es gibt halt einen ganz großen Teil an Spielern, von denen ich glaube, die gucken sich das interessiert an, die sind jetzt aber noch nicht hier mit dabei. Und dann wird später noch, wenn das live geht oder sagen wir mal in eine Beta geht, ein großer Schwung an Spielern dazu kommen, die eben ihre 80 oder 100 Euro ausgeben, um ein bisschen rumzuschippern. Aber das sind die, die sich später dann sagen, ja geil, ich guck mal, was ich halt für Geld kriege, die sich spezialisieren, was irgendwelche Waffenleute sind, was Ingenieure sind, die es geil finden, sich hier reinzufuchsen und ein Schiff am Laufen zu haben. Und für die musst du dann auch das Gehalt am Start haben. Mhm. Das wird ein großer Money-Sink werden. Ja. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viele Money-Sinks für Waffen und so weiter, sondern das brauchst du für Gehälter. Ich hab ja schon so meine Theorie geäußert, wie das später im Wurst laufen wird. Wir können uns ja ein bisschen umgucken, wenn du willst, parallel. Ich habe ja schon so ein bisschen geäußert, wie das später laufen wird. Und zwar die Leute, die das meiste Geld verdienen werden, sind die wirklich krassen Dienstleister in Form von Ärzten, Medizinern, Engineers. Ja. Das genau. Sind die, die später ja. Richtig das Geld verdienen werden, weil boah, wenn du... Ja, ich hatte gerade auch einen Freeze. Kannst du mal hier runter gucken, wenn du willst. Weil wenn es später darum geht, Waffenindustrie, ich habe wieder einen Freeze, weil diesmal einen längeren. Als Arzt, wenn du später durch dieses Permadeath-System, weißt du, wirst du als Arzt später dir so eine goldene Nase verdienen. Das ist einfach nicht feierlich. Vor allem, wenn du dann irgend so einen bösen Systemlord vielleicht das Leben rettest oder sowas, wenn der das dann wirklich spielt, der wird dir richtig Geld dafür bezahlen. Ja. Na? Also die Leute, die Ärzte sind, die richtig dafür sorgen, dass der Laden läuft, die werden später richtig Kohle verdienen. Das ist meine persönliche Theorie. Ja? Und gucken wir mal. Bin ich absolut bei dir. Was wir jetzt an Gameplay-Loops haben, die einen sind Piraten, die anderen sind Händler. Das ist so der Bodensatz. Das wird später so eine diversifizierte Gameplay-Landschaft geben und das werden wir uns wahrscheinlich noch gar nicht ausmalen können, wie die Leute später, auf welche Art und Weise die ihr Geld verdienen werden. Es wird noch spannend. Guten Morgen, Rolfplasch. Hallo, Keinchen, Ray. Moin. Guten Morgen, Florian. Wir haben halt Gäste zum Quatschen und gucken uns, zeigen Ihnen ein bisschen das Würstchen, lieben Astrosam. Wer ihn nicht kennt, guck mal auf YouTube. Astrosam, sehr, sehr, sehr gute Videos. Du bist ja ein Urgestein in der Community, was das Thema betrifft und machst ja auch so, wenn ich das so sagen darf, die besten Videos, wenn es um das Thema, ins Übersetzung geht, Zusammenfassung geht, weil du auch viele technische Sachen neben der Entwicklung schilderst. Das ist das, woran ich eigentlich den Spaß habe. Also das Übersetzen, ja, damit habe ich damals angefangen, aber ich finde es selber total spannend. Und das ist meine Motivation, diese Videos zu bauen, mich wirklich in eine Thematik, die ich vielleicht auch selber nicht verstehe, rein zu vertiefen, zu recherchieren, was bedeutet das oder was ist das erstmal überhaupt, was macht das und was bedeutet das für die Entwicklung. Und das ist, glaube ich, eben auch das, was die Community total spannend findet. Also, was macht denn... wer ist denn das da auf dem Boden rum? Neo. Hä? Neo? Wo? Neo kriecht hier auf dem Boden rum. Jetzt ist er weg. I'm a snake, follow me. Jetzt kriecht er da hinten die Treppe runter. Ja, auch nicht schlecht. Neo, geht's dir gut? Machen Jung, die Gase dir zu schaffen? Hättest du gestern doch ein Bier weniger trinken sollen, sag mal. Ja, so. Ach, guck mal, wie cool das hier aussieht. Das, ne? Ich habe ja auch eine Pause zwischendurch gemacht, wo ich ja eigentlich mich um meine Sprecherkarriere kümmern wollte. Hat nicht geklappt. Bin dann wieder zu den Videos zurückgekehrt und
habe mir dann meine Karten gelegt und überlegt, so, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, Videos zu bauen. Woran hat das eigentlich gelegen? Und das hat daran gelegen, dass die... Danke, MC Cloud, der Hauptteil dessen, was ich gemacht habe, nur noch das reine Übersetzen war. Und das reine Übersetzen, ganz stumpf, das macht keinen Spaß. Und das glaube ich. Deswegen bin ich jetzt in diesen Modus gekommen, dass ich mir sage, ich mache nur Videos, wenn ich wirklich auch was an Inhalten einfach dort vermitteln kann. Einen richtigen Beitrag halt, ne? Einen richtigen Beitrag. Wenn man jetzt mal absieht von diesem Letter of the Chairman, das war ja wirklich reines Übersetzen, aber da habe ich eben auch den Spaß daran, das zu vermitteln sprachlich, was der Chris Roberts uns dort schreibt. Und viele Leute haben ja heutzutage auch keine Lust, solche Textwände durchzulesen. Nee, das stimmt schon. Viele mögen immer Podcast und ja, also audiovisuelle Inhalte, ne? Besonders mehr Audio als visuell, ne? Das ist immer wieder beim Thema Text und Ton. Das ist an sich, stimmt das, was du sagst. McCloud TV, vielen lieben Dank für deine Resubscription im fünften Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Hype in den Chat. Dankeschön. Ja. Wo ist denn jetzt hier der Aufseher, der Vorarbeiter? Der Vorarbeiter? Den richtigen Vorarbeiter gibt's hier nicht. Außer hier hinten. Die haben doch in Science Star Citizen gesagt, da gibt es einen, der hat dann die Übersicht und macht die ganzen... Ach, da oben, ich sehe, genau. Alles klar. Es sind zwei Etagen, also oben kannst du verkaufen, unten kannst du einkaufen. Ach so, okay. Wo bist du Mining zuerst? Mining Support Center. Ah, erstmal unten. Hier kann man die ganzen Bohrköpfe... Oh, guck mal, hier liegen Steine. Ja. Gibt sogar was zu trinken, wenn es ein bisschen warm wird. So. I think you're going to be happy with that. Sehr witzig, dass sie hier. Hier bekommst du alles. Stellen. Hier bekommst du wirklich alles: Aufsätze, Bohrköpfe, Schaufel, Helme, Wasserflaschen, Klamotten und auch, glaube ich, sogar den Traktorstrahl. Das Quake Kit, oh, cool. Nee, trinkt schon wieder. Sag mal, du bist eben gerade erst die Treppe runtergekrabbelt. Gewagte Frisur. Oh, ich habe die Idris-Mission. Ich nehme die schon mal an. Ich weiß nicht, wer Grogu ist, deswegen. Tut mir leid. Übrigens, die Idris-Mission bringt dir bis zu 225.000 UEC. Cool. Steigen wir dann jeder in ein eigenes Raumschiff oder wie machen wir das? Oh, ich nehme dich mal. Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme dich, glaube ich, mit. Okay. Ich nehme dich, glaube ich, mit. Hier kannst du übrigens Schiffe mieten. Also ein Quakehead Rock, Spectre und eine Cutlass Black. Also eigentlich schon perfekt, ne? Rock mit der Cutlass ist ja super. Mhm. Das ist ja hervorragend. Kann der Rock inzwischen parken in der Cutlass oder glitscht das da immer noch durch? Ich habe gelesen, dass es da Probleme gab. Gab es. Es gibt ja zwei Gründe. Zum einen, dass dieser Mining-Arm immer hochgeklappt ist. Den Bug haben sie anscheinend behoben. Mhm. Das andere ist halt mehr so, ja, das Physics-Skript mit der Server-Synchronität. Ne, das ist ja das Hauptproblem, warum das dann immer so rumbabbelt und rumwackelt. Deswegen, okay. Also weitestgehend funktioniert es. Das ist ja schön. Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Wie gesagt, ich habe meinem Sohn damals, als das im Verkauf war, dieses Cutlass Rock Lifetime Insurance Pack gekauft, hat er jetzt zu Weihnachten bekommen. Wäre natürlich doof, wenn das nicht funktionieren würde. Das kommt halt vom Server zu Server abhängig. Ah. Wir sind hier gerade auf einer Raffineriestation. Ja. Ach, du bist schon hochgelaufen. Ja, Entschuldigung, ich achte jetzt gar nicht. Ich gucke mich hier einfach um. Bestaune die Umgebung. Was ich faszinierend finde, ist diese Liebe zum Detail. Also dafür, dass sie ja nun wirklich unter Hochdruck arbeiten. Ich habe ja auch schon mal Videos gebaut, um einfach mal darauf hinzuweisen, es ist nicht nur einfach ein Stück Grafik, was die hier hinklatschen, sondern zum Beispiel bei der Freelancer, die Laderampe hinten, wenn man da drauf guckt, da siehst du wirklich die Kratzspuren von der Fracht, die da drauf geschoben wurde oder irgendwelche abgegrabbelten Aufkleber mit Fingerabdrücken drauf und oder hier, ich stehe gerade vor einer Kaffeemaschine, da sind diese kleinen Kaffeespuren von dem Becher, Wasserflecken, all diese Kleinigkeiten, das ist einfach echt krass. Weißt du, was auch krass ist? Warte, ganz kurz, ich guck mal auf das Terminal, du siehst, welcher User wie viel Geld hat. Neo hat fast 10 Millionen.
Ja, das hier, das ist das Raffinerieterminal. Das hier, siehst du das? Siehst du den Inhalt? Ich sehe, Moment, ich muss mich orientieren. Links ist das Material, darunter ist Current Capacity. Ja. Und rechts daneben, SCU. Und ganz oben rechts siehst du den Username und wie viel Geld er hat. Das ist natürlich für das Piraten-Gameplay natürlich super, ne? Das ist ja bitter. Okay. Und ich hab's mal kurz ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ich habe oben das X gedrückt. Kann ich hier, warte mal. Aber ich kann jetzt hier gar nicht auf das Display draufdrücken. Wo aktiviere ich das denn? Das, auf das linke kannst du klicken hier. Das funktioniert auch. Ah, okay. Lass mich das mal ausprobieren. Du wirst sogar begrüßt mit deinem Namen, ne? Das ist schon cool. Tatsächlich, ist ja putzig. Jetzt könnt ihr daneben stehen und seht, mal gucken, wie viel Geld er hat. Nur 900.000. Boah, du bist voll reich. Was? Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich hab weniger. Echt? Ja, ich hab seit zwei Major-Patches kümmere ich mich nicht mehr darum, meine Millionen zu scheffeln. Weißt du, das ist mir einfach mittlerweile zu anstrengend. Hm. Na. Hier kannst du normales Material verkaufen, wenn du jetzt nicht raffinerieren möchtest. Sozusagen. Okay. Da kannst du raffinerieren. Ich weiß gar nicht, wie sieht es zeitlich aus? Wir haben es jetzt 12 Uhr. Ich habe noch eine Stunde. Eine Stunde? Stunde, anderthalb, je nachdem. Irgendwann wird meine Frau kommen und fragen, wann ich Mittagessen mache. Okay. Weil du gerade gesagt hast, Liebe zum Detail. Hier findest du viele, viele kleine Steinproben, ne? Auch hier mit ein bisschen Werkzeug. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Auch diese ganz, ganz kleinen Stückchen da, die sehen ein bisschen komisch aus, aber der Gedanke zählt. Mhm. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Auch hinter dir, dann siehst du nochmal die People's Alliance zum Beispiel, kleine Details, kleine Assets. Und die kleine Alkflasche. die habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist die denn? Hier. Das ist Lösungsmittel. Also, ja, na klar. So und das ist aber cool. Guten Morgen, Minjo. Alles Gute. Wenn du hier in einen anderen Raum reinkommst, da siehst du einen Zahnputzbecher mit einer Zahnbürste, einen Zahnpasta, einen Rasierer, Rasierschaum, glaube ich, und so ein Wackeldackel-Entenkopf da. Also der lebt auch hier, geil. Ne? See anything you like? Aber der kann man nicht anfassen, ne? Nee, aber damit hat sich die Frage gelöst, wie CLG den Tagesrhythmus implementieren wird. Die Leute gehen einfach nicht weg. Arbeit gespart. Der wird hier irgendwann stehen, Zähne putzen und ein Bier dann ausspülen. Genau. Nee, aber es ist schon sehr schön gemacht, auch die Details hier, wenn du wieder an die Decke guckst. Hier ist auch dieser kleine Bepper, hast du den gesehen? Turn off an dieser, was ist das, Mikrowelle oder so hier unterm Tresen. Ja, wo bist du? Ach so, da. Ja. Turn off? Ach so, ja. Da gibt's unten auch noch so einen Stall. Da gibt's unten auch noch mal so ein cooles Gimmick hinter der Tresen. Da warst du, glaube ich, gar nicht. Aber lass mich kurz was anderes zeigen. Aha. Wenn wir jetzt mal kurz drum herum gehen. Ich finde auch diese Aufkleber hier finde ich total schön. Ne? IO dressed for safety. Individuals without safety equipment are not risky of injury. Also das sind das. Ich mag diese Details, was sich da CLG da so hinstellt. Alles gut, Katscheng. Das hier ist cool. Guck dir das mal an, diese kleinen Teile, diese Sicherungskästen. Die Sicherungskästen, wie krass. Stop a shutdown machine before cleaning or repairing. Und ich würde es nicht wundern, wenn wir das später im Würstchen sehen, in den Raumschiffen, zum Interagieren, ne? Ja, wenn irgendwo was brennt, irgendwie Maschine ausschalten, hinlaufen, löschen, reparieren, wieder anschalten. Vor allem, dass die hier so offen da hängen. Das ist halt auch so ein Ding für sich, ne? Deswegen. Fluchtplan fehlt, sagt der Chat. Hast recht, habe ich nicht gesehen. Aber wenn der Torpedo dann in die Station rungst, dann ist das eh egal. Ja, der Firefox ist wahrscheinlich ein Sicherheitsbeauftragter im echten Leben. Der kennt sowas sofort. Ich bin jetzt einfach mal hier runtergesprungen. Gut, dass das geklappt hat. Ja, einfach mal so aus dem Stand, weißt du, so anderthalb Meter hoch. Läuft bei dir. So. Ich habe eine zu schwere Rüstung an.
Du bist gerade auf dem Weg nach unten, das ist richtig? Ah, nee. Ja, du kommst nicht runter. Ich kann da nicht rüberspringen. Wieso kannst du da rüberspringen? Ich bin nicht von der anderen Seite gesprungen, von der vom anderen Winkel. Ich habe zu viel Weihnachtsstollen gegessen. Oh, Weihnachtsstollen. Ich hatte dieses Jahr, da bin ich. Ich hatte dieses Jahr kein Stück Stollen. Komm mal mit. Bitte. Da bin ich. Das hier ist cool. Der Stein unter den Tresen hier. No touch. Und weißt du, was wir jetzt machen werden? Den Augen und den Mund, wie geil. Funktioniert das eigentlich in der Hocke? Nee, der stellt sich dazu hin, um diesen Finger zu ziehen. Du hattest keinen Stollen, findest du einen Gläscher. Ruhe. Mein Chat zieht mich immer damit auf. Du hast vorhin so eine Anmerkung gemacht, da bin ich drüber hinweggekommen. Ist das jetzt ein Witz gewesen oder gibt es da tatsächlich Gameplay-Probleme, dass du da nicht mehr rauskommst aus dem Gefängnis? Chat, möchtet ihr die Frage bitte beantworten? Ich krieg sonst wieder nur Depressionen und verkriech mich in irgendeinen Schmelzofen. Oh Gott, so schlimm? Es ist echt nicht schön. Also du kannst stellenweise kannst du nicht richtig minern, du kannst die Sachen nicht aufheben. Dein Multitool glitscht manchmal weg, wenn du, oder kannst gar nicht mehr wegstecken, es bleibt permanent in der Hand. Wenn du mal Steine hast, kannst du sie nicht abgeben, sehr regelmäßig nicht abgeben. Dann hast du sehr häufig keine Missionen, die du machen kannst, wie mit diesen Sauerstoffstationen. Selbst bei den Fluchtwegen gibt es manchmal die Probleme, dass du die PIN-Codes nicht eingeben kannst oder was ich designtechnisch echt schwierig finde. Wenn du ausbrichst, hast du ja kurz vorm Ausgang, hast du ja so einen Monitor, wo die zwei PIN-Codes für die jeweiligen Garage dasteht, wo das Auto drin steht. Und die ändert sich ja in einem gewissen Zeitrhythmus. Und wenn du dort dastehst und den Code hast und du bist draußen 3 Minuten später oder 2 Minuten später, passt der Code nicht mehr, weil er einfach geändert wurde und es ist kein Timer, wann der sich ändert. Das ist alles. Schreibt richtig so, soll die Knackis dort versauern. Das ist halt ja, echt, das ist echt nicht schön. Ne? Also wir hatten Streams, wo ich 3 Stunden lang versucht habe, dort rauszukommen. Und da habe ich richtig geraged. Da bin ich richtig ausgedickt. Also da habe ich richtig geflucht, weil ich mir sage, CRG, bitte, das ist eine Kernmechanik, die ihr habt. Das Ding hat entweder höchste Priorität oder hat gefälligst gefernt zu werden. Testphase hin oder her. Richtig. Weil ihr nehmt ja den Leuten den kriminellen Gameplay-Loop. Ja. Deswegen ist es so friedlich im Worst. Kommt keiner mehr raus. Ich muss mal ganz kurz mich ausringen gehen. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Sehr gut. Was bei 311 super war, du wurdest freigelassen, dann kam der Ladescreen, wo danach normalerweise das Bett wieder Freiheit folgt, stattdessen wachst du im Knast wieder auf. Oder solche Sachen. Ja, das ist also Knast ist wirklich so ein Ding, da gehe ich lieber in den Schmelzofen freiwillig, Chat. Das macht halt. Dann geht das los. So. Ja, was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt nochmal mit den lieben Astrosam die Idris killen gehen? Bei 2-3 Stunden, da kommt halt leider nicht so viel rum, aber ich hoffe, euch gefällt der Stream heute gut. Bisschen quatschen, bisschen was anzeigen, so, bisschen was gucken. Natürlich, du darfst gerne mitkommen, wenn du es auf dem Server schaffst. Müssen wir nur den Handel schicken. Oder warst du Krogu? Wenn du mich mitnimmst. Ah, du warst Krogu, dann musst du mir nochmal eine Anfrage stellen. Ah ne, Seno Seelen. Dann edit mich mal bitte PsychShot. Weil aus dem Spiel heraus ist das ein bisschen schwierig. Dann einfach mich adden, dann nehme ich das gerne an. Und versucht auf den Server nachzujoinen. Wenn das funktioniert. Ich frage mich noch, wie wir das machen können in Bezug auf die Tanti ist hier, den nehmen wir gerne mal mit. Katscheng, du kriegst nochmal einen Invite. Hallo Flytom, moin. Ja, dann danke für dein Angebot. Ja, dann warte ich einfach jetzt auf den Freundschaftsanwalt, die Freundschaftsanfrage und dann würde ich sagen, nehmen wir das an. K-Quizly mit K. Ah, man hört, er kommt wieder.
So, Re. Baby. So, Schiff, Idris? Ja, wir wollen jetzt... Hast du heimlich gelauscht? Nee. Gut. Haki ist schon da. Wir überlegen gerade, wie wir das durchziehen. Ich lade mal Pakos ein. Reebok ist schon drin. Wir haben ja ein paar Leute auf dem Server. Chroms nehme ich auch mal mit. So viele deutsche Leute hier auf dem Server. Crazy. Ist doch geil. Das ist richtig, richtig supi. Ich frage mich, ob da irgendeine Systematik hintersteckt, weil manchmal kommt man ja auch auf Server drauf, wo nur Franzosen drauf sind zum Beispiel oder so. Ob das vielleicht so ein bisschen automatisch zugewiesen wird in die einzelnen Instanzen. Die Frage ist, was kommt bei Best raus, ne? Mhm, genau, ja. Machen sie das via Geotracking oder? Ja, die sammeln ja alle Daten irgendwie, habe ich den Eindruck, dass sie kriegen können. Ja. Insofern kann ich mir vorstellen, dass da so eine Mechanik auch hintersteckt. So, mal gucken, wie viele Leute der Party jetzt gejoint sind. Oh, wir sind schon ein paar jetzt. Da sind wir schon 10 Leute in der Party. Von dem Server ungefähr. Hallo Master Mats, schönen guten Tag. Haben wir die Idris-Mission noch? Ich muss mal kurz gucken. Accepted. Ja, wir haben sie noch. Ich share sie mal. Da würde ich einfach sagen, wir müssen da nämlich... Muss ich jetzt machen? Ü, ne? Ü, ja. Ü. Wir akzeptieren. Okay, alles klar. So. Es ist halt die Frage, wo wir dich jetzt reinsetzen. Normalerweise fliege ich gerne an diesem mit der weißen Eclipse. Ich habe auch gesagt, ich nehme dich mit. Neo, du bist doch ein fähiger Pilot. Würdest du beim Neo mit in die 600i einsteigen? Na klar. Sehr gut. Ich bin unfähiger FPS-Spieler. Also ich setze mir am besten in Turret und schieße auf alles, was sich bewegt. Ja. was wählt ihr denn? Best oder wie ich aus dreien? Meistens EU direkt. Ich mache nicht Best. Bei Best kommst du auch auf EU raus. Und das kannst du sogar nachgucken, ob du auf dem EU-Server dich befindest. Aber bin halt ich nah dran. Ich gucke mal, dass ich mich irgendwie antizyklisch bewege. Wenn wir jetzt hier, was weiß ich, am Wochenende tagsüber versuche ich mich auf dem US-Server zum Beispiel einzuloggen, weil da ist dann eben nachts, da ist nicht ganz so viel Frequenz. Nur mit den australischen Servern hast du halt so extrem lange Verbindungszeiten. Das funktioniert dann häufig nicht. So, ich bin schon Richtung Fahrstuhl gelaufen. Alles gut. Dann komme ich mal. Ich laufe mal hinter. Bei wem gehe ich mit? Bei Neo wahrscheinlich in den Turm. Neo, der ist ja vor mir. Alles klar. Aber wir würden erstmal alle nach Everos Harbor fliegen, uns auf Everos Harbor verorten. Das funktioniert ja mittlerweile so, dass du nur noch eine Landeanfrage stellen musst. Mhm. Und du musst nicht mehr landen. Einfach nur Anfrage stellen, Landepad zuweisen lassen und dann bist du schon verortet. Ah ja, okay. Ja, klar, Neo ist halt also unser Kampftrinker, der ist natürlich dein Close Combat mit dir, Kai, ne? Also du bist dann richtig nah dran an der Idris. Sehr gut. Wir hatten gestern Abend den Server von ganz allein, da waren die NPC eine echte Herausforderung. Das stimmt, das glaube ich. Das kenne ich ja selber. Wenn du einen ganz frischen Server hast und du gehst in die FPS-AI rein, die zerreißen dich. Die kommen angesprintet, ziehen die Waffe und verpassen dir den Headshot. Die sind gut. Mhm. Aber die Server-Performance muss halt laufen. Das ist halt auch so, das schwankt doch stellenweise richtig krass, wenn du jetzt auf Career diese Infiltrated Career-Mission machst gegen diese 7 Boden-NPCs. In der unteren Etage in Ebene 1, da rührt sich nichts, dann gehst du auf Ebene 2, auf einmal rasten die übel aus und zerschießen dich. Das ist halt, da kommen die um die Ecke und holen auf einmal ein Gewehr raus, die stehen auf einmal vor dir, ziehen die Waffe, bumm, Headshot, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das geht innerhalb von einer halben Sekunde. Sprint, Waffe hoch, bumm, geschossen schon. Und du realisierst erst viel später, was passiert ist. Ja. Wir treffen uns alle in Everos Harbor. Für alle, die jetzt schon auf dem Server sind. Wir können ja mal... Lasst uns mal bitte alle... Ich hole eine Crusader L1. Ich hole eine Star Warner. Dann fliegen wir alle nach Everos und sammeln dort die Schiffe auf. Okay. Also machen wir so. Schiff erstmal. Ja, okay. Ja. Also mein Vorschlag. Ja. Das habe ich früher schon mal in irgendeinem Entwicklungsbericht gelesen, dass eine
KI, es ist ja keine KI, ne, aber so ein Verhalten, NPC-Verhalten zu programmieren. Ich gehe jetzt hier mal mit in den Aufzug rein. Warte mal ganz kurz bitte. Pad 10, Jungs. Warte mal. Pad 10. Ist jetzt nicht. Ich muss mir mal wieder einen Helm aufsetzen hier. Nicht, dass ich hier gleich ersticke. Wer ist denn jetzt hier schon losgefahren? Wer ist denn das? Ich stehe hier mit irgendjemandem in einem Aufzug. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ja, der ist in der Freundin, in der Party schon drin. So, hallo Monstertag, wunderschönen guten Tag. Also, da wurde geschrieben, dass du jedes Computerverhalten so programmieren kannst, dass er einfach nicht zu besiegen ist. Und die Chance, Kunst besteht darin, einen Weg zu finden, eine Balance zu finden, dass es herausfordernd ist, aber dass der NPC trotzdem zu besiegen ist. Das richtige KI-Verhalten hier von Star Citizen, dass die KIs auch irgendwie ein logisches Verhalten an den Tag legen, da bin ich noch sehr gespannt drauf, wie sie das hinkriegen, ob sie das hinkriegen. Anscheinend wollen sie das ja, ne? Bitte? Anscheinend wollen sie das ja. Naja. Das ist halt auch ein Thema, wo ich mir verspreche, wenn das Server-Meshing da ist und sich die Serverlast mehr verteilt, dass dann auch die Hürden genommen sind. Denn die KI-Funktionalität und Berechnung hängt ja auch stark davon ab, welche Frames du hast letzten Endes, wie die Serververbindung ist. Oh, ich komme hier nicht hoch jetzt. Das wird vor allem noch interessant, wenn du... Das wenn ist du alles im Moment noch extrem limitiert. Ja. Was machst ich du später? Jetzt mal. Was machst du halt später, wenn du halt trotzdem noch 100 Spieler auf jedem Fleck hast? Ja, das sind ja auch noch so Fragen, die ja einhergehen daraus. Ja. Ach, das ist der Bettbereich, da bin ich gar nicht hin. Ich wollte zum Schachbrett. So, ich lade gleich nochmal alle ein, die auf dem Server sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle schon auf dem Schiff sind. Wartet bitte mit dem Angriff der Idris. Wir sammeln uns erst einmal. Ja, und dann greifen wir geschlossen die Idris danke, an. Danke, Touch-TV für dein Sub. Touch, hi. Danke dir. Wunderschönen guten Tag. Hallo Touch, vielen Dank für den Resub im dritten Monat. Dankeschön. Hype in den Chat. So. Gut. Dynamisches Server-Meshing ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist aber trotzdem, wenn du 100 Leute in einem Territorium hast und die sich alle sehen. Oder du hast. Was ist denn jetzt mit mir los? Ich bin gerade am. Ich bin gerade umgekippt. Ohnmächtig geworden. Hä? Achso, das kann durchaus möglich sein. Ja, du lebst noch, ja? Ja, ich lebe noch, ein Glück. Aber irgendwie bin ich gerade umgekippt. Das sind diese sogenannten Force Reactions. Ich habe gesessen. Achso, du hast gesessen. Ja. Na, dann war das vielleicht auch eine VR-Brille? Keine Ahnung, weiß es nicht. Wir machen jetzt wieder Idris, ja. Relativ fix. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen schade finde, dass er die Idris so so schnell kaputt geht. Das ist einfach nicht schön. Ja, da hoffe ich auch noch, dass sie daraus lernen. Ich habe mir die Idris immer wie so eine Art Mini-Battlestar vorgestellt, die wirklich extrem schwer zu knacken ist und ja, wo man Ehrfurcht hat, wenn man die sieht. Aber im Moment ist das ja, verhält sich immer noch wie eine größere Gladius und ist relativ schnell geknackt, wenn ich mir die Videos aus der Community so angucke. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja, oder dass eine Aurora das Ding alleine schafft. Mhm. Oder eine Hawk oder so, ne? Und wir machen die jetzt zum Beispiel, der Neo, wo du da mit drin sitzt, dann nimmt eine 600i, bastelt sich die Scatter ganz dran und dann lässt er dort mal die Schilde schmelzen. So. Ja, ich gespannt drauf. Und 3SS5 und dann ist Ruhe. Und das ist halt, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, bevor du hinzugekommen bist. Die hat ja zwei Capital Glass Schilde und 12 Large, glaube ich, oder mittlere. Und das müsste ja eigentlich so ein Shield Regen haben, ne? Dass da einfach so 5, 6, 7, 8 neun Schiffe da eigentlich gar nichts ausrichten können. Eigentlich nicht. Eigentlich muss ein Schiff so gebaut sein, dass du in erster Instanz erstmal mit einem Torpedo da drauf feuern musst, um da einen Riss reinzukriegen, den du dann weiter aufbrechen kannst. Ein Torpedo, kann ich dir aktuell sagen, macht an den Schilden nichts. Du hast ja aktuell Torpedoschaden von, also bis 312 waren sie ja so 60.000, 70.000. Jetzt machst du ja bis zu 450.000, 460.000 Schaden stellenweise. Also auf jeden Fall 400.000 plus, minus 20.000, 30.000.
Und die sind aber total langsam. Also die fliegen jetzt 500, 600 Meter pro Sekunde. Und da fragst du dich halt auch, wer hat sich dieses Rework oder das Rebalancing der Torpedos ausgedacht, weil die haben damit die Torpedos komplett aus dem Spiel genommen. Ja, weil du die einfach wegschießen kannst. Na, nicht nur das, du kannst auch einfach wegfliegen. Auch jedes große Schiff, selbst ein 890 Jump, fliegt dir so ein Torpedo davon. Ja, okay, das ist schwachsinnig. So, also das ist halt nicht sinnführend, finden wir alle so. Hm. Also so ein Idris, wenn die sich auf der Stelle dreht, die triffst du schon. Aber gut, du machst mit so einem Torpedo an der Idris auch keinen Schaden. Also wir haben gestern mal ohne Schilde, haben wir der Idris mal mit über 400.000 Damage ein Torpedo reingeschossen und haben 5% ihrer Health abgezogen im Korpus. Das war schon... Das heißt, du machst mit so einer Scattergun mehr Schaden als mit einem Torpedo, wenn ich das richtig verstehe, ja? Langfristig auf jeden Fall. Schon wieder um. Langfristig schon, also wenn es auf die Schilde geht auf jeden Fall. Also da muss noch viel rein. Hm. Na? Was ist denn das jetzt hier? So, hallo Bedlock, moin. Die Scatterguns machen dann, stimmt ja, hast recht, die machen ja die du verwendest, die machen nur Schaden auf den Schilden. Mhm. Also die 600i ist gerade gleich nur da, um die Schilde wegzuschmelzen. Ah, okay. Ja. Wo fliegen wir denn? Huiuiui, was macht der denn da? Ich glaub, das Schiff hat auch ein bisschen zu viel Weihnachtspunsch getrunken gerade. Mal kurz links, rechts und dann ging's los. So, sobald wir auf Everos Harbor sind, kurz das Update für alle. Dann lade ich euch nochmal in die Party ein, wenn ihr auf dem Server seid. Und dann share ich die Mission nochmal. Bist du gerade auf der Brücke? Wer, ich? Ja. Ich sitze beim Schachtisch. Achso, komm mal kurz bitte auf die Brücke. Okay. Das wird dir gefallen, garantiere ich dir. Nicht hier rauf. Das ist ultra hübsch. Die haben ja auch viel die Atmosphärenbeleuchtung geändert und alles bei der Planeten. Bin unterwegs. Ist das der Serverraum? Nee, da. Alles klar. Geh gerade durch den Tunnel. Kannst du ruhig nochmal auf den Pilotensitz, also Co-Pilotensitz setzen? Mach ich. Aber ich glaube, das siehst du jetzt schon, wie das aussieht. Aber das wird jetzt immer weniger, weil die Sonne... Ah, es verschwindet, dieser lila Schimmer. Ach. Okay, geil. Das hatten sie auch erzählt, dass sie dieses Sonnenbeleuchtungsmodell... Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber auch das haben sie ja... Das stand in einem der Newsletter, genau. Ja. Dass sie das alles geändert haben, die ganze Berechnung, die ganze Mechanik. Da habe ich auch meiner Frau das vorgelesen, dass sie jetzt Ozonschichten einbauen. Fällt immer von einem Koma ins nächste. Und ja. Hatte mir vor einem Jahr schon gebaut, wenn ich ihr das mal gezeigt habe, so, ja, die bauen da die Matrix. Und letztens, ich glaube, im vorletzten Newsletter von Chris Roberts hat er das, glaube ich, auch selber irgendwie so angedeutet, dass sie hier die Matrix... Sie haben die Matrix vor Augen, sie wissen, wie sie sie bauen wollen, aber sie ist noch nicht, sie funktioniert noch nicht. Habe ich gedacht, ja, passt. Aber manchmal kommt denen das wirklich so vor. Ja. Auf jeden Fall gerade, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, weil das relativ fix geht durch den Sonnenaufstand hinter den Horizont sozusagen des Planeten. Wenn die noch relativ niedrig steht, dann war das ja gerade alles in lila Licht gehüllt, inklusive dem Schiff. Cool. Das sah gerade richtig, richtig, richtig gut aus. Ja, man kann es noch erahnen. Also es ist ja auch noch dieser rot-lilane Schimmer über den Planeten. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ja. So. Okay. So, dann steige ich mal aus. Guten Morgen, Philipp. Ja. Funktionieren die Distortion Guns? Also dass die Systeme außer Kraft gesetzt werden? Anscheinend bedingt. Also, wenn das die sind, die Neo drauf hat, dann nicht immer. So. Ich hänge mich dann jetzt an die Fersen von Neo. Guck mal, jetzt siehst du das noch, wenn du Richtung des Planeten guckst. Das sieht noch richtig, richtig spektakulär aus. Ja. Das ist so schon. Von dieser Plattform hier aus. Ja. Ja.
Das ist halt, ich es gibt manchmal so Momente, so wie gerade eben, ich das so sehe, ne, und jetzt gerade darüber erzähle, das treibt mir sogar ein bisschen so Freudentränen so ein bisschen in die Augen. Das ist halt, ich liebe dieses Projekt. Ich liebe dieses Projekt. Das ist halt für mich so ein Spiel, was mich halt wirklich in sein Band zieht, dann gibt's auch mal ein paar Emotionen, ne? Das ist einfach so. Aber das Spiel schafft es halt nicht durch irgendeinen Tod eines Protagonisten oder einer Storyfigur wie in The Last of Us oder so, sondern das Spiel schafft es einfach nur durch seine Qualität, durch das Engagement von Chris Roberts. Daher. Immer ganz kurze Frage. Neo geht hier links an der Standbild. Der gleich Neo in den Weltraum rein. Neo hat ein Standbild. Geht er denn hier lang? Neo hat ein Standbild. Ach, deswegen, ich wundere mich schon. Ja, ist nicht schlimm, da kommt bestimmt gleich wieder. Okay, weil ich versuche, dem hinterherzulaufen und der geht gerade in seinen Tod und wieder. Er hat gerade einen Crash to Desktop. Okay, alles klar. Es ist halt, es ist halt wirklich dieses, es ist halt, wie gerade Xaben schreibt, das Spiel kann der Kindheitstraum von jedem Cypher-Gamer werden. Nicht nur von Cypher-Gamer, aber von jedem Gamer, glaube ich, wenn sie es richtig anstellen. So. Kommt drauf an, ne? Also es wird nichts für Leute sein, die eine kurzweilige Ablenkung suchen, so für eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Zum Beispiel die letzten Tage, ich wollte mit meinem Sohn irgendwie ein bisschen Multiplayer spielen und dann habe ich ihm kurz Diablo 3 gekauft, dass wir da mal ein bisschen rumlaufen und rumslashen können. Das kannst du mal eben so 20 Minuten machen und das funktioniert nicht, wenn du sowas suchst in Star Citizen. Die Vanguard Sentinel ist ein hervorragendes Schiff. Oh, die ersten stehen schon bei dir. Hervorragend. Die Vanguard Sentinel ist ein hervorragendes Schiff, auch zum Thema Bounty Hunting. Durch ihren EMP, ihre Attritions und alle anderen Waffen, die sie da so mit sich führt. So, jetzt müssen wir kurz warten. Aber Astro, sei mir da irgendwie nicht böse oder sowas, aber ich sag mal, ein Spieler, der im Schnitt, sage ich mal, nur eine halbe Stunde spielt, um sich mal kurz die Zeit zu vertreiben oder sowas. Das verstehe ich halt jetzt nicht für mich als jemand, der seit über 20 Jahren zockt, nicht unbedingt als Gamer. Weißt du, das ist halt, weil Gamer ist halt für mich eine Kultur. Es ist eine Subkultur unserer Gesellschaft. Und jemand, der halt nur ganz, ganz selten oder regelmäßig selten am Tag nur eine halbe Stunde spielt, das ist halt, es ist ein Spieler, ja, aber es ist nicht so der Gamer an sich. Weißt du, wie ich meine? Ja gut, wenn du das so unterteilst, ich habe das jetzt nicht so, ich habe es Gamer übergreifend als jeden gesehen, der einfach ein Computerspiel spielen möchte. Aber wenn du das natürlich so abgrenzt, dann stimmt das natürlich. Ja, also für Casuals wird das wahrscheinlich wirklich weniger was werden. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber für Leute, die zum Beispiel mit den Sci-Fi-Settings nichts anfangen können, für die wird das ja trotzdem was sein. Ja, also für mich ist halt ein Gamer... Für mich ist halt niemand ein Gamer, der am Tag mal bloß eine halbe Stunde spielt oder sowas. Das ist nicht böse gemeint, aber das identifiziert sich für mich nicht mit einem Spieler. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ein Gamer ist halt, der versucht, was zu erreichen, der will in die Welten eintauchen, der nimmt das richtig als Leidenschaft, als Kultur mit so für sich. So eine halbe Stunde, das ist für mich einfach nur so, ich halte mal kurz den kleinen Finger so ein bisschen rein. Vielleicht einer der Gründe, weshalb ich auch seit mehreren Monaten kaum noch Star Citizen spiele, weil mir die Zeit dafür fehlt. So, also jetzt mit dir hier, das ist, keine Ahnung, das längste Star Citizen Session-Spiel, was ich seit bestimmt einem halben Jahr gemacht habe oder vielleicht noch länger. ja. Auf der einen Seite bin ich total begeistert von dem Projekt, auf der anderen Seite frage ich mich, wann ich das jemals spielen möchte, so eingebunden, wie ich bin. Wenn du in Rente bist. Bitte? Wenn du in Rente bist. Ja, in 20 Jahren. Dann ist es auch released. Ja. Aber ich teile deine Meinung. Ich sage ja selber schon seit 2 Jahren so, der Beta-Release von meiner Warte her ist so 2024, 2025. Das hast du in einem Video vor 3-4 Wochen, glaube ich, von dir auch nochmal so vermittelt, dass du das auch so siehst. Also da haben wir beide den gleichen Gedanken dahinter. Weil ich glaube, alles andere ist doch sehr unrealistisch für die Ambitionen, die er hat, um das ganze Spiel erstmal in den kompletten Alpha-Status zu heben. Ja. Ja, das ist halt das Thema. Für die Casuals sollte man doch Arena Commander und Star Marine
da sein. Hat halt auch mit Verse-Integration. Aber selbst ein Arena Commander und ein Star Marine sind ja richtige Competitive High-Skill-Spielmodis später. Ne, ja, wenn du, das ist ja auch nichts für Casual eigentlich gedacht. Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite kannst du da eben viel lernen, um dich vertraut zu machen mit der Spielmechanik im Sinne von, wie steuere ich mein Schiff, wie steuere ich meinen Charakter, wie wechsle ich Waffen und so weiter. Und ich denke, es ist schon hilfreich. Also ich weiß, dass ich mit Star Citizen gestartet bin, habe ich mich erstmal fast ausschließlich im Arena Commander rumgetrieben, um fliegen zu lernen. Sollte ich das jemals wieder ernsthaft hier verfolgen mit Star Citizen, mich da wieder reinbegeben, werde ich das sicherlich auch wieder machen, um fliegen zu lernen. Ich habe die Mission geshared. Ich verstehe, was du meinst. Das geht mir genauso und das sage ich auch bis heute noch. Wenn die Leute fliegen lernen wollen, nehmt euch Arena Commander und versucht, um die Asteroiden so eng wie möglich zu tanzen und so schnell wie möglich. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Flugschule. Aber den Arena Commander per se mit seinem Competitive Mode, mit seinem Battle Royale, mit seinem Squadron Battle, das ist halt nichts für Gelegenheitsspieler. Aber da wirst du später Spieler haben, die in der E-Sports-Liga spielen wollen, weil das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch schon diesen Theater of War-Modus angetestet und mit der Art und Weise, wo sie hinwollen. Und ja, er war weit von dem, was man als gutes Spiel bezeichnen kann. Aber wenn Theater of War gut wird und wenn die Star Marine und Arena Commander gut umsetzen, werden das E-Sports-Spiele. Die werden einen elektrischen Sport einkehren, bin ich mir ziemlich sicher. Und da wollen die mit Sicherheit hin. Ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich deren Ziel, diese Liga irgendwo auch mit abzugreifen. Ich denke, man kann das vielleicht ein bisschen unterteilen. Theaters of War halte ich auch für einen absoluten Pro-Gamer-Bereich, wo Casuals, glaube ich, keinen Spaß dran haben werden. Aber gerade der Arena Commander oder auch Star Marine ist etwas, wo du immer eine gute Durchmischung haben wirst. Du wirst da die Pro-Gamer haben, die immer auf Platz 1 sind. Du wirst aber auch solche Typen wie mich haben, die einfach mal reingucken, vielleicht auch sofort abgeschossen werden, aber die trotzdem Spaß daran haben zu lernen und zu gucken, wie kann ich vielleicht doch mal den einen oder anderen Kill kriegen. Mhm. Und so abgestuft, denke ich, kann man das durchaus sehen. Das ist stimmt natürlich, da hast du recht. Ich betrachte es halt immer aus der Skill-Based-Variante. Also ich versuche halt immer ein guter Spieler zu sein, in dem, was ich mache, wirklich gut zu sein. Und das ist halt für mich dann schwierig, da einen Casual-Spieler drin zu sehen in den verschiedenen Modis, weil ich glaube, diese Leute werden sehr schnell sehr frustriert sein. Das ist so meine persönliche Theorie. Den du hast. Also ja, ich werde sowieso, mein Sohn ist 14, der hat ein Reaktionsvermögen, da kann ich nur von träumen. Das ist hat bei mir total nachgelassen. Da werde ich nie wieder in dem FPS-Bereich mitwirken können. Das ist vorbei. Zumal ich auch Star Citizen nutze, um ein bisschen Zerstreuung zu suchen. Ich glaube, das ist etwas, was Star Citizen auszeichnet. Ne? Dass es wirklich versucht, diesen Spagat zu machen, sowohl für die Casuals da zu sein, als eben auch bis hin zu den Ligaspielern. Und das ist eine extrem große Bandbreite. Das, denke ich, gibt es extrem wenige Spiele, die das schaffen. Gibt es überhaupt eins? Ich glaube nicht so wirklich, nee. Also ich würde mich nie trauen, zum Beispiel StarCraft irgendwie in einem Multiplayer-Liga-Bereich zu gehen, weil da würde ich sofort weggepustet werden. Während du hier bei Star Citizen immer noch so einen Bereich hast, wo du auch ein bisschen mitspielen und deinen Spaß suchen kannst. Genau. Ja, ich würde einfach sagen, 14, ich will wieder 14 sein. Ja, wie gesagt, versteht das nicht falsch. Ich mag Casuals, ich finde auch ein Casual-Spieler ist wichtig. Ich habe nur Angst davor, dass die Casual-Spieler, wenn sie denken, dass Arena Commander und Star Marine für diese Leute eine gute Plattform ist, dass sie da schnell die Freude daran verlieren, wie es in vielen anderen Spielen ebenfalls der Fall ist. Mhm. Na, das ist meine größte Sorge. Ich wünsche mir, dass mit Star Citizen oder irgendwelchen Modis, die damit einhergehen, eine gute Symbiose geschaffen wird für auch Casual-Spieler. Aber aktuell habe ich Angst davor, wenn ich sehe, wie kompliziert und komplex Star Citizen werden wird. Ja, es gibt dieses Easy to Learn, Hard to Master. Easy to Learn ist halt, ich hebe mit meinem Schiff ab, ich weiß, wie ich hoch runterfliegen kann, rollen kann und sowas. Aber was passiert, wenn mir ein Schildgenerator ausfällt? Was passiert, wenn Leitungen kaputt sind und so weiter und so fort? Das wird halt das Thema sein. Und da werden, glaube ich, die Leute massive Schwierigkeiten bekommen. Außer es gibt im Arena Commander später Unterscheidungen, wo es dann heißt, hey, diese Features schalten wir ab. Hier geht es einfach nur noch darum, weg mit dem Feind. So, ne?
auf Null schießen. Das ist eine andere Geschichte. Dann ist das wieder cool. Aber mit der Komplexität Arena Commander sehe ich halt nicht für Casuals. Ja, leider. Vielleicht stufen sie das ab. Vielleicht gibt es später einen Modus Plug and Play. Vielleicht einfach für Singleplayer-Schiffe und einen komplexen Multiplayer-Modus, was weiß ich. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht unterteilen sie das auch skill-based, dass man wie geartet auch immer filtern kann. Okay. So, damit wir jetzt die Leute nicht mehr so lange warten lassen. Das haben wir ja natürlich gequatscht. Da fühlt man sich immer komisch, weißt du, wenn dann jeder hier steht und dann denkst du so, oh, das sind ja alles Personen hinterm Rechner, die haben ja auch alle Zeitdruck wahrscheinlich. Und man will ja nicht unhöflich sein. Ich share nochmal die Mission für den Fall, dass nicht jeder diese Mission bekommen hat. Es tut mir jetzt leid für Xenoseen. Jetzt nochmal einen Server leften wäre halt schwierig. Versuch nochmal nachzujoinen. Für alle, die die Mission noch nicht haben, drückt nochmal bitte Ü. Ja. Was wir jetzt machen werden, wir werden eine Idris angreifen. Wenn wir Glück haben, läuft das ganze Thema einfach und die Idris fliegt ohne große Begleitung. Wenn wir Pech haben, kommt die Idris mit Begleitung. Und dann würde ich sagen, fokussieren wir uns erstmal auf die Begleitung. Zu meiner Rolle, ich werde mit einer Eclipse fliegen. Das heißt, ich werde warten, bis die Schilde down sind und dort werde ich dann insgesamt mit 1,2 Millionen Schadenspunkten, werde ich dort 3 Torpedos insgesamt dann reinholzen. Um damit massiven Schaden an der Idris anzurichten. Der Pilot Neo mit Co-Pilot Astrosam, die beiden werden sich darum kümmern, die Schilde der Idris zum Schmelzen zu bringen. Sorgt bitte dafür, dass die Idris trotzdem weiterhin angegriffen wird, beziehungsweise dass Neo nicht von anderen Schiffen auseinandergenommen wird. Er wird mit einer 600i fliegen, diese braucht definitiv Backup für den Fall, dass andere Leute auf Neo gehen. Wir brauchen Neo. Damit die Schilde ordentlich runterschmelzen. Ne? Deswegen, so, für alle, ihr habt freie Schiffswahl, ihr habt freie Waffenwahl, geht keine unnötigen Risiken ein, fliegt sauber, fliegt sicher, passt auf Friendly Fire auf und ganz wichtig, passt auf die Railgun der Idris auf. Die Railgun zerlegt fast alles in One-Hit. Wenn du eine Carrick hast, die Carrick ist One-Hit mit der Railgun down. Ne? Also in dem Sinne, viel Erfolg, Startfreigabe ist erteilt, Gruppensprung muss nicht unbedingt sein. Wir treffen uns im schlimmsten Fall alle vor Ort. Let's go. Sehr schöne Ansprache. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Meine braucht noch 53 Sekunden. Ich muss ja eh nicht so schnell dabei sein. Friska, ich lade dich ein, selbstverständlich. Ich hatte auch ein bisschen mehr Lust in Star Citizen auf das Thema RP, wenn ich ehrlich bin. Meistens traue ich mich ehrlich gesagt nur nicht so wirklich dafür. Weil, naja, Roleplay ist halt so ein Ding, entweder spielst du es halt ganz oder gar nicht. Und du hast halt aktuell noch so viel Leerlauf zwischendurch, dass du das nicht permanent mit Roleplay füllen kannst, weißt du? Das stimmt. Ich suche gerade. Neo ist hier direkt vor mir. Alles Hangar klar. 4, ja. Alles klar. Der Name wurde mir bloß nicht angezeigt. Der Name war auf dem Fußboden, lustigerweise. Tja, so. Ja. Es kommt immer darauf an, wie man Roleplay für sich definiert. Ne? Willst du wirklich ein anderes Leben leben? Also so wie halt Schwarze Auge oder Shadowrun so richtig? Oder... Richtiges RP halt, also ohne, dass man rausgerissen wird. Also richtiges RP heißt halt wirklich nur Kommunikation in Roleplay. Das heißt halt wirklich wenig Interaktion bis gar keine Interaktion mit dem Chat. Mhm. Einfach um die Immersion zu wahren und alle Charaktere, mit denen man dann zusammen spielt, die trifft man im Verse und es gibt eine nicht geskriptete, also weitestgehend nicht geskriptete Rollenverteilung, Geschichtsentwicklung und so weiter und so fort. Aber da hast du halt aktuell so viele Steine, die dir in den Weg gelegt werden. Wie zum Beispiel das nicht funktionierende VoIP in Star Citizen. Mhm. Das ist ja aktuell alles auch so ein Thema, das ist sehr sporadisch, aber wenn das konstant funktionieren würde, das interne Voice-System, das wäre für Roleplay massiv praktisch, weil dann könntest du auch hingehen und sagen, hey, wenn derjenige jetzt nicht in meiner Funkreichweite ist, dann habe ich halt keine Kommunikation. Und ich liebe diese Immersion dahinter. Mhm. Dieses Es ist halt, alles, was du machst, hat vielleicht eine Konsequenz. Und das ist halt super. Das fehlt halt aktuell noch so ein bisschen.
Ich muss Hangar 3. Josh for Fun, danke für dein Follow. Guten Morgen. Hallöchen. Und hallo Cheats. Wir hatten das mal, dass dieses, das mit Neo hier, ich habe dieses Rubberbanding. Mal ist er direkt neben mir, mal ist er dann plötzlich 50 Meter weiter. Nicht so schön. Dass dieses Voice-over-IP tatsächlich funktioniert hat und dann haben wir das Discord mal ausgeschaltet und das war schon, wie du sagst, ein richtiger Immersionsboost. Das war so ein geiles Erlebnis, wenn du quasi über Kopfhörer deinen Kompagnon sprechen hörst. Richtig cool. Lustigerweise hat das nur funktioniert, wenn man weiter, weiß ich nicht, als 500 Meter oder 100 Kilometer, die Entfernung weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, wenn man weit voneinander entfernt gewesen ist. Sobald man näher dran war, konnte man sich nicht mehr miteinander unterhalten. Es gibt ja in Star Citizen zwei Audio-Channel. Es gibt ja den normalen Global Voice und es gibt den Proximity Voice. Was zwei Voice-Kanäle. Der zweite ist aber in der Regel nie belegt. Und was ich auch gut finde, ist, dass dieser Global Voice den Proximity Voice beinhaltet, was ja auch nur logisch ist. Ne, wenn ich jetzt neben dir stehe und du willst deinen Kollegen von Crusader auf Microtech anrufen, dann muss ich ja trotzdem hören, wie du in dein Funkgerät sprichst. Na? Das stimmt. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz doof fragen. Bei der 600i setze ich mich vorne oder gibt es da irgendwo vorne. Einen speziellen Turret? Vorne, ja? Vorne, ja. Helper, guten Morgen. Hallöchen. Und hallo Josh Schaffan nochmal. So. Vorne links wird empfohlen. Ja, mache ich gerade. Oh, ich finde. Wie fandest du denn die Skins dieses Jahr zu IAE? Im Gegensatz zum letzten. Fangfrage. Ich habe sie nicht angeguckt. Nicht? Nicht? Nee. Oh, da wirst du gleich die weiße Eclipse sehen. Ich hab mir das gegönnt. Also letztes Jahr, hast du die letztes Jahr gesehen? Diese Telekom Edition? Ja, letztes Jahr habe ich die gesehen. Da war ich nicht begeistert. Die waren pink, ne? Irgendwie oder so. Das fand ich, oder lila, ich weiß es nicht mehr. Die sahen auf jeden Fall nicht so schön aus. Wir hatten diese silberne mit diesen lilanen, genau. Ganz kurz Chat in eigener Sache. Ich habe noch ein paar Eclipse mit so einem weißen Skin und ich habe mir noch ein paar Cutlass Black, ich glaube 8 Stück habe ich auch mit diesem weißen Skin, mit jeweils 10 Jahre Versicherung. Wenn ihr da Interesse habt, ich habe das extra dafür gekauft, wenn das irgendwann nochmal jemand haben möchte, weil das Unique Skins sind. Also ich verkaufe die Schiffe dann auch. Nachteil ist, ich kriege das Geld auf mein Konto bei CIG, ihr nicht, aber ich verkaufe es halt immer für den Originalpreis. Ich will damit keinen Gewinn machen. Es ist immer nur dafür da, falls jemand zu dem Zeitpunkt sich das nicht holen konnte. Dass er im Nachhinein die Möglichkeit hat, das nochmal zu bekommen. Aber ich bin immer transparent und sage, hey, das Reputationsgeld kommt auf mein Konto und leider nicht auf eures. Oh ja, dann geht das. Wenn du wirklich eine haben willst, kannst du mich gerne anschreiben. So. Das ist der Turret unter dem Schiff, das finde ich irgendwie nicht so. Du kannst auch den rechten nehmen, das ist über dem Schiff, aber dann kannst du den, glaube ich, nicht nach vorne schießen. Echt? Ja, oder du guckst einfach nur in Third Person die ganze Zeit zu. Nee, das ist auch doof. Aber die Kanonen, wir sind noch, die Kanonen schießen nicht, was mache ich denn jetzt falsch? Wir sind noch in der waffenfreien Zone wahrscheinlich, oder im Quantum Drive. Ich dachte, die waffenfreien Zonen gibt's nicht mehr, tatsächlich. Oder du hast den Turm noch nicht angeschalten, dem Platz, oder? Dass du noch nicht Power On gemacht hast. Ach so, das muss ich, Gott, wo mache ich denn hier Power On? Ach, da! Ach, okay, verstehe. Gar nichts eben. Und wenn ihr wollt, jetzt mache ich richtig Werbung nochmal. Ich habe noch so ein UEE Exploration Pack 2948 statt für 1160 Euro für 733. Danke Infinitas-Antares für 12 Monate. Tröö. Dieses alte Exploration Pack, was es damals 2016 gab, ne? Ja, das habe ich noch. Hab ich auch. Ja, ich auch. Das verkaufe ich sogar noch. Ich habe damals 4 Stück oder 5 Stück davon gekauft, weil ich wusste schon, dass es nach der Kerk bestimmt 400 Euro teurer werden wird und das kam auch ungefähr so. Und 3 Stück davon habe ich jetzt schon weggegeben. Hat mir natürlich einen Vorteil verschafft, aber auch den Leuten, die es halt gerne haben wollten, die haben halt statt 1200 Euro oder 1160 733 bezahlt. Und haben genau den gleichen Inhalt, ne? Also, ja, genau. Das ist halt schon was Tolles so. Eclipse ist ein Bomber, ja.
Und Infinitas Antares. Töre, einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank für deine Reception. 321. Subscription im 12. Monat. Dankeschön. Ein ganzes Jahr mittlerweile schon. Verrückt. Die kostet aktuell 733 Reebok. Ne? Dankeschön. Das ist ja ein Schnapper. Das ist sogar tatsächlich ein Schnapper Point View Pictures, das alte Expo-Pack. Na? Da war Carrick dabei, Freelancer dabei, Terrapin dabei, Dragonfly, Cyclone, Squadron 42, alles LTI, 20.000 Start-UEC und Star Citizen. Ja. Du kriegst den Rover noch dazu, du kriegst die Pisces zu der Carrick automatisch noch dazu und ich habe noch ganz viele Upgrade-Packs für die Skins, für die spezielle weiße Carrick. Ich mache das immer so, Astro, weißt du, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Stock-Credits was zu holen, vor allem durch Corona war das ja jetzt dieses Jahr auch so schlimm, dass ja einige, leider Gottes, vielleicht den Arbeitsplatz verloren haben, gerade nicht so viel Geld haben und sowas. Und da versuche ich immer, das mit den Store-Credits zu holen. Und wenn dann später jemand halt ja nochmal Interesse daran hat, sage ich mal, na, dann kann ich ihnen das halt sozusagen nochmal weitergeben. Ja. Aber halt für den originalen Einkaufspreis, weil verschenken kann ich es ja leider nicht. Das kostet ja auch Geld. Oh ja. Du musst es ja auch erstmal kaufen. Genau. Kacheng, hast du diesen Gruppensprung-Bug? So, Store-Credits. Wo fliegen wir jetzt eigentlich gerade hin hier? Ich fliege gerade zu Idris, glaube ich. Okay, warte. Wo bist du, Kacheng? Ich sehe dich nicht. Doch, da. Ich komme zu dir, ich nehme dich mit. Die, ich habe gedacht, die Idris wäre irgendwo im Orbit bei Hurston oder so, aber sie ist nee. Mitten im Raum, ja? Genau. Ah, verstehe. Oh, jetzt Kacheng, nicht bewegen. Bleib mal bitte stehen, Kacheng. Oh, du bewegst dich. Bleib stehen. Bremse, Kacheng, bremse. Ey, da macht mir das Leben echt nicht leicht gerade. So. Ja, interessant, kriegt er die Möglichkeit, auf ältere Angebote zuzugreifen mit entsprechenden Discounts und du steckst im Concierge Club. Ja. Also ich mache da okay ein Geheimnis draus. Ich habe knapp $6.000 selbst investiert. Und die restlichen 3.000, die kamen halt genau durch sowas rein. Und ich finde, das ist eine faire Geschichte. Ja. Ja. Man muss es ja nicht machen. Ich biete es halt nur an. Hallo, Pani. Hat ja auch seine goldene 600i genau durch dieses System halt sich ja. erkauft. Boah. Herr Kacheng, ich muss direkt zu dir kommen, deswegen sollst du stehen bleiben. Hallo, Pani. Huch, ist doch der Astro. Ja, ja. Ey, die kämpfen schon, ne? Ja, also das Turret-Gameplay ist irgendwie nicht so toll. Drück mal Q. Q? Okay. Vielleicht sollte sich das ändern. So, Kacheng, ich gebe dir gerade ein... Oh ne, wieso habe ich jetzt diesen Marker? Kacheng, bist du jetzt gerade Leader? Wenn ja, spring mal. Ach, du hast den Quantum-Drive noch angehabt, ne? Kacheng, bitte springen. Geht nicht. Jetzt haben wir beide den Bug. Das Signed-Distance-Fields-Schild-Zeug funktioniert noch nicht, oder? Ich sehe hier jedenfalls nichts aufleuchten. Nee. Ach doch, jetzt ein bisschen. Okay. Oh, jetzt habe ich den gleichen Bug. Ist das ärgerlich. Was denn für ein Bug? Mit dem Sprung hat. Kacheng, ich... Ja, das ist jetzt blöd, ne? Wenn du diesen Slave-Hut hast, dann kannst du nicht in der Gruppe, dann kannst du nicht mehr springen. Du kannst springen, glaube ich. Ja, warte, nicht wegspringen. Ich komme erstmal zu dir. Also wie ich das sehe, hat die Idris alleine keinen Begleitschutz. Ja. Die wehrt sich auch irgendwie überhaupt nicht. Kommt gleich. Oh,
ja, Jungs, warte mal bitte mit den Idris-Kill, ich will auch noch was sehen. Im Moment leuchten die Schilde noch auf, also. Ne, das funktioniert leider gerade nicht. Wir machen das. Ich lass mich kurz von Kacheng. Kacheng ist. Du bist auf oben 1 ausgerichtet, richtig? Ich habe den Eindruck, dass die Idris viel zu wenig Kanonen hat, um sich zu wehren. Also Turrets. Kacheng, bist du auf oben 1 ausgerichtet? Ist das dein Punkt? Wenn ja, kannst du mich jetzt mitziehen. Bitte. Das ist wieder schwierig mit der Kommunikation. Ich glaub, sie platzt gleich. Das wäre ja, aber schade. Schon Feuer. Ich weiß nicht, was Kacheng macht. Er schreibt nicht. Er reagiert nicht. Warte. Okay, nee. Er ist boah, wahrscheinlich jetzt weggesprungen. 10, 12 Frames hier, ist richtig übel. Ja, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Das heißt, du kommst nicht zu uns gesprungen, ja, weil du irgendeinen Bug hast. Ja, was wieder ist, wieder. Deswegen mag ich diese Gruppensprünge nicht, weil die so, es ja. ist auch wie so eine Game-Mechanik, die ist auch komplett broken und wie viel ist halt, ne? Hm. Nee, du konntest dann springen, weil ich nicht mehr da war, glaube ich. So, warte mal. Nee, das löst das Problem nicht. Ach, ist das ärgerlich. Ist das blöd. Nee, ist okay, kannst du nichts für. Dauert schon relativ lange. Das wäre echt die schöne Explosion verpassen. Wird schon gut malträtiert hier, das Schiff. Minio, du bist viel zu weit weg. Hallo, Torben. Wenn du jetzt die Party auflöst, du hast sie ja eingestellt, kannst du dich dann lösen von diesem Bug? Sprungbug? Kannst du nicht. Wenn du dieses HUD eh mal hast, eigentlich in den weitesten Fällen nur noch, wenn irgendein anderer Dude dich mitzieht. Mist. Und das ist halt echt ärgerlich so. Das ist. Deswegen mag ich dieses Gruppensprungsystem einfach nicht. Das hat ja mal funktioniert. Aber tatsächlich, ich erinnere mich mal mit einem Community-Mitglied von mir gespielt zu haben, der sagte auch, oh nee, kein Gruppensprung. Wir sind für einzeln gesprungen. Ja. Das bringt auch nicht, das System auszuschalten, weil das hat sich aufgehangen hat. Das ist das Problem. Das hat hängt alt. Ah, okay. Das ändert sich dann nicht mehr. Das wird erst, das resettet sich nicht. Und weil die Funktionen wahrscheinlich an das HUD gekoppelt sind, ne? Was machst du jetzt? Selbstmord? Nö, oder? Ich fliege jetzt 600 Kilometer zu euch. Okay. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht wartet, bis die Idris getötet wird. Ich glaube, da wartet niemand. Also es sind schon so vereinzelte Explosionen immer mal wieder zu sehen auf der Idris. Deswegen. Ich finde einfach, sie ist zu klein geworden. Es tut mir leid. Ich finde, die könnte einfach ein Happen größer sein, um dieses mächtige, behäbige Kampfschiff einfach darzustellen, was sie ja sein soll, eigentlich. Es geht eigentlich seinen Gang, finde ich. Was meinst du? Das passt eigentlich, soweit es geht. Also, sie hat ja 260 Meter Länge. Das wirkt halt nur sehr klein, wenn du von draußen bist. Wenn du dich halt richtig ranstellst, ist das nochmal eine ganz andere Größengrundlage. Ja. Deswegen denke ich, keine Ahnung. Könnte vielleicht 100 Meter größer sein. Ich habe noch eine Idee, wie es vielleicht funktionieren könnte. Hallo Cyrus, moin.
Hallo Neox. Die Anzüge findest du ganz normal in der Raumstation über Microtech und Hurston, beziehungsweise den letzten Raumanzug findest du auf Lorville, direkt bei Amanda und Feminine Suns. Ich mach das anders. Ich würge mal den Launcher ab und komm mal so rein. Ah, sowas. Weißt du, das, auch wenn man so viel spielt, ne, das ärgert einen immer. Das ärgert einen immer, weil du willst halt immer den Leuten was zeigen, du willst sie alle mitnehmen und was präsentieren und dann funktioniert's nicht. Ja, aber wie ich dem Chat entnommen habe, hast du das ja schon häufiger gemacht, die Idris-Mission. Alle deine regelmäßigen Zuschauer kennen die wahrscheinlich schon. Ja. So. Wie findet man eine Idris? Wenn du ein ganz, ganz böser Junge um die Raumstation bist oder durch, es gibt auch eine Ninetales-Idris, die gibt, also eine kriminelle Idris, die gibt es auch, oder durch die Arlington-Missionskette von Miles Eckert. Aber gibt es aus den Raffineriedecks alle diese Anzüge, also diese beiden, gegen Hitze und gegen Kälte? Boah, was ist denn jetzt los? Mal schauen. Oh, jetzt fängt sie schon an zu qualmen. Ich bin gleich da. Dann siehst du vielleicht noch den Feuerball. Ich weiß es nicht, es sind schon einige Schiffe, die im Dauerfeuer darauf rumholzen und die brauchen relativ lange, um zu platzen. Also ich kann mir das gerade mit 30 Euro gar nicht vorstellen, aber vielleicht haben sie inzwischen die Werte nachträglich angepasst. Panier, Danilo, danke für die großzügige Spende von 30 Euro, dankeschön. Wie viel lieben Dank. Entschuldigung, Astro, das ging gerade ein bisschen unter dein Statement. Kein Problem. Dankeschön. Ja, alles Gute nachträglich für Weihnachten, stimmt. Ich finde aber, es geht immer noch zu schnell für das bisschen, mit was wir hier da sind. Das stimmt, ja. Wir haben jetzt keine Großkampfschiffe irgendwie dabei im Sinne von Hammerheads oder so, ne? Sie ist down. Nein! Hast du die Explosion gesehen? Geil. Wuhu. Okay, cool. Und die E-Box feiern unten auf dem Planeten. Ich habe es gerade sogar aus 12, 13 Kilometer richtig den Lichtblitz gesehen. Geil. Nein, ich bin zu spät. Aber es ist cool, ne? Es ist ein Erlebnis. Die Soundkulisse. Ja, auch dass die Soundkulisse, Ring, dieser Feuerring, sehr, sehr geil. Ja. Haben sie gut gemacht. Ja, ihr habt jetzt natürlich nicht so viel gesehen. Warte, wir können ja mal gucken, ob wir noch eine haben. Aber es ist halt eigentlich... Es geht halt schon zu schnell. Eigentlich. Ja, für die paar Schiffe, die wir hatten. So, jetzt ab in meine Reclaimer und das Ding nom 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 weghapsen. Das geht halt wirklich schon zu schnell. Das ist halt leider das Problem. Aber ich habe jetzt was anderes. Ich share euch nochmal eine Mission. Außer jemand von euch hat die Arlington nochmal. Da können wir sie nämlich gleich nochmal im Verbund vielleicht zeigen. Für 87.500 UEC gibt es ja diese neue die Group Warrant Issued Mission. Da kann man die vielleicht mal angehen. Und ich würde einfach vorschlagen, Neo und ich, wir fliegen einfach mal rüber nach Crusader. Dass wir die da drüben machen, da können wir dir dann vielleicht noch Daimar zeigen. Die neuen Mondoberflächen, weil die sind wirklich wunderschön. Habe ich vorhin schon so ein bisschen bestaunt aus der Ferne. Also es ist schon sehr, sehr grafisch, ein sehr, sehr cooler Patch. Ich glaube, ich werde mir nachher oder morgen oder so nochmal ein Raumschiff schnappen und mir die einzelnen Monde nochmal angucken, die sie verbessert haben. Aus dieser lilane Schein mit der Sonne dahinter ist sehr, sehr cool. Das ist richtig, ja, Diokulis. Und
Trotzdem, für das bisschen, was da gerade da war an Spielern, ist sie zu schnell kaputt. Weil sie ist ja eigentlich schon in der Lage, sich gegen mehrere Jäger zu behaupten. Weil alleine eine Hammerhead sollte schon in der Lage sein, sich gegen 5, 6, 7 Jäger zu behaupten. Und das kann sie ja auch nicht. Na? Eigentlich soll so eine Idris so mächtig sein, dass sie auch alleine durch den Raum fliegen kann und sich entsprechend erwehren kann. Also ja, ohne, dass sie im Verbund fliegen muss. Und dafür finde ich, wahrscheinlich, es ist ja ein uraltes Design und früher hat es vielleicht gepasst, aber die Schiffe sind inzwischen so mächtig geworden, dass sie da noch Nacharbeiten leisten müssen. Vielleicht noch ein paar strukturelle Ergänzungen, wie gesagt, mehr Turrets oder was weiß ich. Irgendwas müssen sie sich da einfallen lassen, meiner Meinung nach. Ich denke, sie wollen den Mainstream-Spielern, die nicht zu 20 wieder herkommen, die Möglichkeit geben, sie auch zu killen. Sei mir nicht böse, aber ich bin der Meinung, dass man nicht jeden Spieler das einfach machen muss. Weil so ein Schiff ist halt ein Raid. So ein Schiff ist halt wirklich als Belohnung gedacht für die Leute, die diese Risiken auf sich nehmen und sagen, hey, wir verbinden uns jetzt hier mit Haufen anderen Citizens, fusionieren, um diesen mächtigen, übermächtigen Feind zu eliminieren. Und wenn das CIG hingeht und sagt, okay, wir machen sie ein bisschen schwächer, damit mehr Leute diese Möglichkeit haben, dann finde ich, ist das der falsche Weg. Da muss es mehr Ambitionen geben, dass die Leute sich zusammenschließen zu größeren Gruppen. Ja. Ich glaube, das widerspricht dem gar nicht, was ich gerade geäußert habe. Vielleicht reden wir dann aneinander vorbei gerade. Ich habe einfach so diese Vorstellung, dass man mit einer Gruppe an Menschen sich in diese Idris setzt und vielleicht noch, jeder hat ja vielleicht noch ein anderes Outfit dabei, aber eben, was weiß ich, dass man quasi diese Idris als Station, mobile Station verwenden kann und dass es eben dann auch möglich sein sollte, auch wenn ein Verbund angreift, mit der Idris sich entsprechend zu erwehren, dass es nicht möglich ist, die mit einer Hammerhead und 2 600i und noch ein paar kleinen Jägern so hops zu nehmen, wie das eben hier gerade passiert ist. Und zwar mit, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass man mit mehreren Personen, 10, 15, 20 eben auf dieser Idris unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das passt mit der Argumentation, die du gerade bringst. Ich persönlich finde, sie platzt im Moment zu leicht, aber es ist wahrscheinlich auch einfach so ein Thema, wo sich CRG gerade Gedanken macht über das Balancing und sich genau anguckt, wie reagiert das KI-gesteuerte Schiff im Moment, wie ja, leicht nehmen die Spieler sie auseinander, welche Waffen nehmen sie, wie schnell gehen die Punkte runter, die Schadenspunkte oder Strukturpunkte. Ja, Astrosam knistert gerade ein bisschen, das ist richtig. Ich knistere? Oh. Ja, ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt bei Discord oder an dir. Ich will nicht sagen. Ich knister aber nicht die ganze Zeit, ne? Ne, jetzt knisterst du nicht mehr. Na, dann ist ja gut. So. Das Ding ist halt, diese Kritik, die ich da äußere, ist halt für die Zukunft gedacht. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass nur weil andere Spieler nur weil das nicht im Mainstream oder anders formuliert, weil ich das Kommentar gelesen habe, ich suche mir das gerade nochmal kurz raus, der Satz, die Mainstream-Spieler sind nicht die Spieler, die am meisten in dieses Spiel stecken, weder Zeit noch Geld. Wenn das eine Aussage sein soll, dass das eine Begründung dafür ist, dass dieses Schiff für die meisten Spieler auch zugänglich gemacht werden soll. Wie gesagt, teile ich diese Aussage nicht. Weil das ist wie bei jedem anderen Spiel. Sei es bei WoW, wenn du einen richtig dicken Raid hast, so einen richtig dicken Boss, entweder bist du ein sehr, sehr guter Spieler, der viel Zeit investiert hat, oder du musst dich halt mit vielen anderen Spielern zusammentun. Und dieses Argument, dass heutzutage für jeden Spieler jeder Gegner zur Verfügung gestellt werden muss oder sowas, das sehe ich eben nicht so. Das ist ein bekanntes Problem, was wir in der Spieleindustrie permanent vorfinden, dass du heutzutage, wenn du wenig Zeit zum Zocken hast, dein Poker zum Beispiel durch Geld wieder wettmachen kannst. Oder solche Sachen zum Beispiel. Das ist ein riesengroßes Problem in der Gaming-Industrie, weil das nimmt den Leuten die Belohnung weg, die richtig Zeit in sowas investiert haben. Na? Das ist ein ganz großes Problem, was wir in der Spieleentwicklung haben oder in der Spieleindustrie an sich.
Das ist aber doch im Prinzip auch, wir haben jetzt, ich will jetzt nicht in die Pay-to-Win-Diskussion reingehen, aber im Grunde genommen ist doch das genau das, was wir hier auch haben. Ne? Du kannst entweder sehr lange spielen, um dir ein größeres Schiff zu erarbeiten, oder du packst eben 600 Euro auf den Tisch und kaufst dir deine Carrick mit echt Geld. Das ist doch im Prinzip die Diskussion, in die du gerade reingehst, oder? Nicht direkt, nee. Dann habe ich es falsch verstanden. Weil hier ist das Thema, hier besitzt du an sich ja nur das Item, das ist richtig. Aber das Item selber bringt dir nichts, wenn du nicht spielst, um das Item zu bekommen. Anders wäre es, wenn jetzt noch CIG hingeht und sagt, jo, du kannst dir jeden Tag so viel unbegrenzte UEC kaufen, um das Schiff am Leben zu halten. Dass du halt sagst, du kaufst dir jeden Tag für 1000 Euro so viel UEC, damit du das Schiff jeden Tag schrotten und wieder reparieren könntest. Sie geben ja UEC frei, das ist richtig, aber sie beschränken das ja massiv. Das haben sie ja, das machen sie ja jetzt sogar schon. Mhm. Na? Und bei vielen anderen Spielen ist es ja so, dass die anderen Spiele haben halt die Problematik, hey, andere Leute grinden für ein spezielles Item und Leute, die nie so viel Zeit haben, die können sich das auch kaufen. Und haben dann den gleichen Aspekt. Und das ist halt ein Fehler in der Spieleentwicklung. Das sozusagen für Leute, die ja nie so viel Zeit haben, immer die Möglichkeit gibt, ihr könnt es euch ja auch kaufen. Ne? Und das finde ich nicht richtig als Spieler. Wenn man halt nicht viel Zeit hat, dann kann man halt dieses Item nicht haben. Dann ist das halt nun mal so. Aber du kannst ja auch nicht hingehen und einen Sportler hingehen und sagen, jo, du hast jetzt vielleicht, warst ein halbes Jahr krank, ne, du kannst vielleicht nicht so gut trainieren, aber du wirst jetzt eingesetzt und die gegnerische Mannschaft, die macht dir halt die Verteidigung auf, damit du schneller ein Tor schießen kannst. Das geht ja auch nicht. Ne? Man muss sich halt gewisse Sachen einfach erspielen und das sollte auch als Belohnung vorbehalten bleiben für die Leute, die halt entweder gut mit anderen zusammenspielen oder viel spielen. Du hast meiner Meinung nach in Star Citizen eine komplexere Situation, die hier von CID geschaffen wird, weil auf der einen Seite kannst du dir, wie ich das ja gerade sagte, Zeit erkaufen, indem du eben 600 Euro auf den Tisch legst und dir dein großes Raumschiff kaufst, was noch nicht bedeutet, dass du dann irgendwie großartig damit was machen kannst. Richtig. Aber du kommst eben aus dieser Situation raus, dass du mit einer Aurora startest und dich erstmal hoch grinden musst für, was weiß ich, 2, 3, 4 Monate. Auf der anderen Seite belohnen sie aber doch die Spieler schon heute, jedenfalls ist das so mein Eindruck, dadurch, dass du dieses komplexe Komponentensystem hast. Und das kannst du ja auch bislang nicht mit Echtgeld kaufen, dass du dir erstmal die Ingame-Credits verdienst und dich dann auch beschäftigst mit den Inhalten des Spiels und mit den Komponenten. Welche sind gut? Was weiß ich. Du kannst dir einen großen Energiegenerator oder Schildgenerator kaufen, aber dann brauchst du eben auch einen großen Energiegenerator, der dann wieder dafür sorgt, dass deine Signatur viel zu groß ist und so weiter und so fort. Und das ist dann die Belohnung oder die Herausforderung für all diejenigen, die sich eben tiefgehend damit beschäftigen möchten mit dem Spiel. Und dann haben sie auch entsprechende Vorteile gegenüber all denen, die sich ein Schiff von der Stange eben kaufen und ein bisschen durch die Gegend sausen und sich dann wundern, dass sie plötzlich von einer Aurora oder sagen wir mal von einer Avenger auseinandergenommen werden, weil die eben von einem Gamer geflogen wird, der sich tiefgehend damit auseinandergesetzt hat und genau weiß, wie die einzelnen Mechaniken ineinander greifen. Und da sehe ich das Belohnungssystem für all diejenigen Spieler, was du gerade ansprichst, die sich tiefgehend damit beschäftigen und die Stats kennen und genau ihr Raumschiff auf ihren Flugstil eben abstimmen. Insofern, das finde ich eben so bewundernswert an Star Citizen, bedient es beide Spieler, sowohl die Casuals wie mich, als eben auch diejenigen, die sich wirklich ganz, ganz tiefgehend und mit viel Zeit damit auseinandersetzen. Mhm. Es geht mir halt darum, es geht mir halt um diese Aussage, dass er gesagt wird, yo, so ein großes Schiff wie die Idris muss auch für die Casuals knackbar sein und das sehe ich nicht. Dafür gibt es eine Hammerhead oder sonst irgendwas. Und für die Casuals gibt es ja dann noch breiten Content. Aber du brauchst halt für die Leute, die dann wirklich richtig, Entschuldigung, dass ich sage, ist mein Wortgebrauch, reinbuttern. Jeden Tag. Auf Stunden. Für die Zeit muss investieren. Ja, für die muss sowas, für diese Leute muss sowas bleiben. Wie eine Idris, wie eine Javelin. Knack diese Riesendinger. Dafür hast du gearbeitet, dafür hast du deine Waffen gequindet. Weil du musst die auch irgendwo einsetzen. Ne? Ja, klar. Ich meine damit jetzt nicht dich, Leodem. Ich bin das allgemein. Und gab es doch so eine Aussage, dass das auch für die kleineren Spieler zugänglich gemacht werden sein sollte. Dich meine ich damit nicht. Also ich glaube, grundsätzlich sind wir in der Argumentation schon d'accord, dass wir da auf einer Linie sind. Wir haben bloß eben unterschiedliche Perspektiven dann an der Stelle. Aber ich denke, wir sind da schon auf einem einheitlichen Weg unterwegs.
Ganz kurze Frage, schnappt sich jemand, schnappen sich die anderen auch die Ziele auf Hürsten? Oder wie ist das jetzt? Jungs, ne? So, ich warte mal, dass Neo da ist. Weil die Mission bringt viel Geld und dann können wir uns noch ein bisschen die Monde angucken, weil du hast jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, so ein halbes Stündchen maximal noch, dann muss ich langsam mal los. Mich hier um die Family kümmern. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Hammerhead. Also wir müssen jetzt zum Beispiel bei der Mission 3 Hammerheads erledigen. Und das ist eigentlich schon ziemlich gesalzen. Mhm. Und so, wenn aber die Eclipse trifft mit den Torpedos, dann ist eine Hammerhead mittlerweile down one-hit. Du zerschießt sogar ohne Probleme eine 890-Jump. Okay, krass. Das ist halt echt heftig. Aber es bringt dir halt nichts, wenn die Torpedos halt ultra langsam sind und überhaupt nichts, überhaupt fast nie treffen, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt schon mittlerweile bei der Hammerhead angekommen seid, Neo und du. Wir sind bei dir. Da. 4 Kilometer entfernt. 3 Kilometer. Sehe ich gerade, ja. Aber du siehst auch eine Hammerhead, die macht jetzt auch nicht unbedingt so viel Action, ne? Ich halte die Hammerhead, also wenn die richtig funktioniert, für eines der gefährlichsten Schiffe zurzeit im Verse, weil das Ding ist ja eine fliegende Festung mit den vielen Kanonen. Die hat ja kaum eine Schwachstelle, außer vielleicht hinten. Es gab mal eine Zeit, als sie reingebracht wurde, da war die ja so unglaublich stark gegen die Jäger. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie damals da gespielt hattest oder mal gesehen hast. Da konntest du ja selbst mit 6, 7, 8, 9 Jägern kommen und du hast dem Schiff nichts anhaben können. Richtig, wenn du mit so Lightfightern kamst. Und das war eigentlich so der perfekte Spot für dieses Schiff. So, wenn du dann natürlich mit ein paar Vanguards gekommen bist und sowas, sah der ganze Spaß schon ein bisschen anders aus. Aber wenn dann ein paar Gladius gekommen sind und andere Schiffe, das ist natürlich keine Gefahr für diese Panzerung, für dieses Schiff. Und dann irgendwann also kam natürlich... sollte es ja eigentlich auch sein, ne? Genau. Und dann irgendwann kam natürlich mal wieder CLG auf die Idee, hat gesagt, ja, weil alle rumgeschrien haben, ich kann mit meinen kleinen 125er oder 300 Schiffchen oder Gladius das Ding nicht zerstören, mach das bitte schwächer. Wie es halt immer so ist, ne? Weil die Leute das Prinzip nicht verstehen. Und ja, dann haben sie natürlich genervt. Ja. Ist halt echt nicht geil, sowas. Ja. Da hören sie teilweise vielleicht bei verschiedenen Aspekten zu schnell und zu sehr auf die Community. Was, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, eigentlich ein positiver Aspekt ist. Das wundere ich sehr, wie dicht die mit ihrem Ohr an der Community sind inzwischen. Manchmal sind sie aber ein bisschen zu schnell dabei, dann der dem Schreien oder dem Rufen der Community nachzukommen. In der Evocati-Phase gibt es sogar, also in der Evocati selber, gibt es ja Leute, die sogar jetzt noch sagen, die Time to Kill ist viel zu hoch für Star Citizen. Was? Wieso? Und es gibt Leute, die sagen, die Time to Kill müsste niedriger sein. Und da frage ich mich dann halt manchmal, hä? Was ist denn mit euch nicht ganz richtig? Es sind eben die Spieler, was ich ja vorhin sagte, ich habe mal wieder Diablo aus der Mottenkiste rausgekramt, um mit meinem Sohn auch mal ein bisschen online so zu daddeln, mal 20 Minuten zwischendurch. Da gibt es eben Typen, die gehen rein, die haben irgendwie, keine Ahnung, Charakterlevel 4000, boosten da mal schnell durch, holzen alles um und holen sich eben die Befriedigung aus dieser Überlegenheitssituation heraus. Das finden die total geil. Und ich glaube, das sind eben auch Menschen, die das in Star Citizen suchen. Das ist natürlich jetzt spekulatius und böse von mir formuliert, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Psychologie dahinter steckt, dass sie dieses übermächtige Gefühl eben auch hier suchen. Und dass es denen auch ins Hirn geht, dass man so viel Zeit investieren muss, um hier einen Kill zu bekommen. Ja. Das ist halt das Ding. Und ich hoffe auch, dass Chris Robert sich dann nicht so, ich sage mal, irgendwie umstimmen lässt von seinem Weg, wo er halt hin will, weil ich möchte halt schon gerne später diese Tech haben, dass du halt sagst, hey, du hast ein großes Schiff vor dir und das verwandelst du in den Schweizer Käse und solange wie du keine Leitung triffst, keine wichtigen Komponenten und sowas, ist das Schiff noch am Fliegen. Na, das wäre halt das Thema so. Nicht, dass es ist wie jetzt, dass die Leute dann sagen werden, ja, aber wenn ich jetzt so eine Caterpillar hab, dann
Da ist ja 80% des Schiffes nicht irgendwie kritisch, weil der ganze Frachtraum, den kann ich ja quasi kaputt schießen, das Ding fliegt quasi immer noch. Ja, und da werden natürlich viele Leute später hingehen und sagen, ah, das ist doch Mist, es dauert mir zu lang. Ne? Aber das ist eigentlich essentiell, damit du auch die Möglichkeit hast, solche Schiffe zu boarden, wieder zu reparieren, wieder zu flicken, Komponenten zu tauschen. Ein totes Schiff, was irgendwo im Weltall liegt. Es gibt doch nichts Spannenderes und Atmosphärischeres. Du hast ein Schiff, dort liegen vielleicht irgendwo noch Leichen rum, dort hast du Kratzspuren, Einschusslöcher und du gehst an das Schiff und du hast die Warnmeldung aktiv, weißt du, überall steht Alert, rotes Licht und du hast so eine eisenberstende Stimmung und du weißt nicht, was in dem Schiff ist und du weißt, du hast Permadeath. Das könnten Aliens sein, vielleicht ein Vandul, der dort noch rumschleicht, ein NPC und du gehst durch das Schiff und du hast quasi dieses beklemmende Gefühl, weißt du, diesen Horroraspekt, aber du bist trotzdem neugierig, in dieses Wrack reinzugehen. Und das wäre halt cool, wenn das nicht nur durch NPC-Schiffe hervorgerufen wird, sondern auch durch Spielerschiffe, die irgendwo im Weltall rumliegen. Dann gehst du an den Computer oder musst halt einen Powerplant reparieren, fährst den Computer hoch, holst dir die letzten Logdaten aus dem Schiff raus. Das wäre doch cool. Ja. So, und ich hoffe, dass sich Chris Roberts davon nicht wegbringen lässt. Na? Ich liege hier in Port Olisar und kann vom Bett nicht aufstehen. Verdammt. Z? Ja, drücke ich schon die ganze Zeit. Hey, passiert nichts. F und Get Up geht auch nicht? Nee, ich habe kein Get Up-Zeichen. Das ist schade. Warte, was machen wir da jetzt? Z halten geht auch nicht? Da ist es. Jetzt ist es auf. Jetzt ist es da. Gut. Wunderbar. Dann machen wir nur noch schnell einen Ausflug zu den Monden. Das ist halt so der Punkt, weißt du, wofür meine Leidenschaft so schlägt. Diese unbegrenzten Möglichkeiten, dass du so viel Dynamik irgendwann haben wirst in einem Projekt, wo du halt nie weißt, was dich erwartet. Und wenn dann Leute einherkommen und sagen, ah, oh, die schreien alle rum, time to kill, das Schiff muss schneller explodieren, dann reduzierst du ja diese potenziellen Begegnungen massiv. Und nimmst damit dem Spiel ganz, ganz, ganz viele Sachen mit weg. Jetzt ist auch mal wichtig, die Lampe wieder ausschalten, die Taschenlampe. FTT. Taschenlampe. Ja, passt ja. Ich hoffe auch. Also im Moment kann ich mir auch vorstellen, dass CIG teilweise aus einem anderen Blickwinkel agiert. Dass sie sich sagen, sie wollen so viele Spieler wie möglich am Ball, an der Motivation halten und setzen das Balancing für uns in teilweise völlig unverständliche Richtungen, weil sie im Moment Daten brauchen. Daten. Und irgendwann, wenn das Ding in eine Beta geht, dann denke ich mal, werden die das Balancing nochmal so komplett umkrempeln, dass es dann wirklich so ist, wie du dir das auch gerade ausmalst. Ne? Dass es eben wirklich lange dauert, bis so ein Schiff hochgeht und dass du durch die Gänge rennst und noch versuchst, das irgendwie zu reparieren und dass es eben nicht so, wie ich das jetzt gerade mit Neo erlebt habe, plötzlich buff, geht das Schiff hoch und du bist tot. Ja. Aber die werden viele Entscheidungen treffen vor einem Hintergrund, den wir gar nicht verstehen können. Was mache ich denn jetzt? Was meinst du? Ich stehe hier auf Port Olisar. Claim ich ein Schiff? Warte ich auf Neo, den ich gerade nicht sehe? Wir sammeln dich gleich ein. Du sammelst mich ein. Gut, dann bleibe ich, warte ich hier. Muss mal gucken, kannst du mir bitte sagen, auf welchem Squad du dich befindest? Ja. Die Knastzeit läuft im Hintergrund weiter. C, okay, dann komme ich rüber. Ich sehe dich, 49 Meter entfernt. Ach so, die. Ja, ich muss sowieso erst rein, ich muss ein Schiff rufen. Ach so, alles klar, gut, dann warte ich hier. Gut. Dieser Aspekt damals von Chris Roberts, Thema Idris. Er hat ja mal gesagt, es wird möglich sein mit einer Idris. Weißt du noch, als sie uns 3-0 gezeigt haben, diesen Idris-Fight? Und da gab es ja davor und danach immer noch mal so ein paar Informationen, wo auch gesagt wurde, es wird möglich sein, mit einer Idris, mit der Raygun, durch ein anderes Schiff durchzuschießen und ein Loch durch das komplette Schiff zu hauen. Und das ist ja so ein Ding, wo ich wirklich hoffe, dass die das hinbekommen. Ich stelle mir das so spannend vor, dass ich mit meinem Schiff durch die Gegend fliege, am besten auf einer Perseus zum Beispiel, und dann merke ich, wie so eine Raygun von unten nach oben durch meine zwei Decks durchholzt, weißt du, und mir ein riesen Loch in mein Schiff reißt. Das ist so eine Wunschvorstellung, die ich habe. Und da wollen sie ja irgendwann hin mit dem Physicalized Softbody Damage Model, wenn wir das richtig verstehen. Und das wäre schon spektakulär. Du rennst durch dein Schiff, ne? Gehst um die Ecke und in dem Moment hinter dir klafft ein Loch und
du musst dich irgendwie halten, dass du nicht ins Vakuum gezogen wirst, weil du keinen Raumanzug an hast. Und dann gehen irgendwelche Blastdoors, die du in den Schiffen schon hast, die gehen dann zu. Mhm. Ah, das wäre super. Das wäre super. Da bin ich wie so ein kleines Kind. Also das mit dem Atmosphärenmodell, mit den Räumen, das wird ja möglich sein. Ich frage mich halt, ob das Schadensmodell so dynamisch gebaut werden kann, dass das möglich ist. Im Moment ist das ja noch statisch. Das heißt, es kommt dieser große Feuerball, dann wird das eine Modell weggerechnet und das zerstörte Modell wird hingespawnt in dieser Sekunde. Und ich glaube, das ist eine extrem große Herausforderung, ein Schadensmodell so zu bauen, dass es eine entsprechende Dynamik bietet, dass sowas wie ein Durchschuss, genau an der Stelle, wo der Durchschuss passiert, dann auch dargestellt werden kann. Ich wage zu behaupten, dass es im Moment noch nicht möglich ist mit der aktuellen Technologie. Ich weiß nicht, ob du das doch eigentlich, du hast das bestimmt gesehen vor anderthalb, zwei Jahren, als sie uns den Prototypen davon gezeigt haben. Ja. Sie arbeiten ja an der Technik. Also sie sind ja dran, dass du ja in der Außenhülle ein Loch basteln kannst. Da kommt das, was du gerade gesagt hast, ja wieder zum Tragen. Dann wird halt quasi für dieses Loch wird eine Textur geladen, wegen diesen Hohlraum der Wände. Na, aber sie arbeiten daran, dass du sozusagen Löcher in den Rumpf schießen kannst. Ob wie dynamisch das ist, ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn man die Ambition von Chris Roberts die letzten Jahre verfolgt und wenn man sieht, was er bisher angekündigt hat und möglich gemacht hat, wo Leute für ihn da eigentlich belächelt haben in der Entwicklungsszene. Das war ja vor 5 Jahren, haben die ja alle gesagt, Chris, was du da bauen willst, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und was haben wir mittlerweile? Wir haben Object-Container-Streaming-Server wie kleinseitig. Wir sind auf dem Weg, eine eigene Datenbankstruktur mit iCache zu integrieren. Sie werden das Server-Meshing bauen. Bisher hat er einfach die Sachen schon geliefert. Dauert zwar ein bisschen, ist ein bisschen behäbig, aber er kriegt es meistens sogar hin. Die Zeit läuft auf jeden Fall für ihn und für Star Citizen. Das, was heute von ihm, von CRG technisch umgesetzt ist, das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen, schlicht und einfach. Deswegen diese Geschichte mit dem dynamischen Schadensmodell ist vielleicht heute noch nicht so richtig, oder es ist vielleicht denkbar, es ist vielleicht noch schwierig umzusetzen, aber ich denke mal, in 5 Jahren vielleicht gibt es das dann irgendwann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja. Das wird ja auch wichtig, zum Beispiel für das Reclaimen, für das Reclaiming-Gameplay, um Schiffe dann eben stückweise zu zerlegen und in Altmetall wieder zu verwerten. Das sagst du eigentlich gerade genau das Passende. Sie brauchen eigentlich die Tech genau dafür. Dieses dynamische Zerstören von Objekten. Oh, diese Türen. Die sind super, ne? Toll. In der ersten Iteration. Wenn ich jetzt ein echter Mensch wäre, hätte ich eine blutige Nase. In der ersten Iteration konntest du die Sensoren ausschalten. Da konntest du die Türen offen lassen. Okay. Ja. So, setze ich mich vorne als Co-Pilot mit rein oder soll ich irgendwo in den Turret gehen? Gerne als Co-Pilot. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob jemand mit zusteigen möchte, ne? So, und jetzt machen wir mal ganz kurz Dings. Es hier ist eher wie ein kleines Gaming-Studio, da hat der Gründer und der mit dem Traum das Ruder in der Hand. Ist das nicht in dem Fall sogar das Gleiche? Ja, klar. Der meint das. Er ist der Gründer und der mit der Vision. Ach so, gut, dann habe ich es gerade falsch gelesen. So. Wir gucken uns ein bisschen die Mondoberflächen an. Chris Roberts, der Elon Musk im Gaming-Bereich. Außer. Ja, kann man so stehen lassen. Außer jemand weiß jetzt, wie er am schnellsten zu der Raumstation kommt von Jericho. Dann kann er da gar nicht schon mal hinfliegen, damit wir da auch hinfliegen. Da können wir nochmal schnell den Astro die Station zeigen. Sie war ja zwischendurch schon mal anspringbar. Mittlerweile hat CLG das ganze Ding ja auch bestätigt. Das ist ja kein Leak mehr, diese Station. Dann kann man sich das nochmal angucken. Weil musst du wissen, bei mir, Astro, gibt's solche Leaks nicht. Also als sie alle die Jericho Station gezeigt haben, habe ich das nicht getan. Weil offiziell gab es noch keine Informationen zu der Station zu diesem Zeitpunkt von CIG. Und als Evocati wusste ich das nur, wie Evocatis diese Station gesehen haben.
Ah, okay. Und die Koordinaten mal irgendeiner Drittperson zu geben, die einen Spektrum-Post schreibt, ist für mich immer noch ein Leak. Und das mache ich halt dementsprechend nicht. Also ich mag diese komplette Leak-Politik in Star Citizen persönlich auch nicht. Das ist für mich eigentlich eher so, es macht vieles kaputt. Ne? Das hast du, glaube ich, selber auch schon mal gesagt, dass er das ja ziemlich viel weggenommen hat in Bezug auf Überraschungen letztes oder vorletztes Jahr zur CitizenCon. Ja, genau. Und ja, es ist halt schwierig, sich dagegen ein bisschen zu erwehren. Aber ich versuche da halt zumindest immer so, bei mir zumindest, zu sagen, hey, Leaks sind schlecht, will ich nicht, möchte ich nicht. Und wenn die bei mir ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es da keine gibt. Diese, ja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Also letztes Jahr, genau das habe ich irgendwann gerade jüngst auch geäußert, habe ich mich selber mitreißen lassen, habe jedes Fitzelchen aufgesaugt und letzten Endes war dann hinterher einfach ein gewisser Grad an Enttäuschung vorhanden, weil die Leaks dir dieses Überraschungsmoment nehmen. Das ist genauso wie mein Sohn dieses Jahr wusste, weil er im Keller rumgeforscht hat, dass er eben den Gaming-Monitor bekommt. Da war Weihnachten so gut wie gelaufen. Gut, über die Cutlass hat er sich halt noch gefreut. Aber jeder, ich habe ihm das auch gesagt, das musst du selber wissen. Ne? Wenn du das suchen möchtest, dann kannst du das tun. Aber du nimmst dir selber damit einfach die Freude und die Überraschung an Weihnachten. Das musst du selber wissen, ob du das möchtest. Und das ist jedem seine eigene Entscheidung. Er hätte jetzt irgendwie befürchtet, dass ich böse auf ihn bin, aber hey, das ist seine Entscheidung. Er ist 14, in 4 Jahren ist er erwachsen. Langsam muss er für die Entscheidungen einstehen, die er selber trifft. Und so sehe ich das eben auch mit den... Du wirst es nicht verhindern. Boah, geil. Der Mond, sieht ja Hammer aus. Du wirst es nicht vermeiden können. Leaks wird es immer geben. Und die Frage ist, ob du dir das halt anguckst oder ob du sagst, nee, ich möchte mein Verse selber entdecken und für mich erschließen. Genau. Und das mache ich halt auch so. Ich möchte halt auch gerne meinen Zuschauern eine Plattform bieten, wo man halt genau hin sagt, ey, cool, beim Psy kann ich auf dem Stream gehen und da gibt's in der Regel keine Leaks. Da nimmt uns dann lieber, also ich nehme dann gerne lieber alle mit, wenn dann offiziell was damit so einhergeht. Das macht dann auch mehr Spaß. Leider kannst du es nicht immer verhindern, dass irgendjemand da was in den Chat schreibt, aber in der Regel sind wir da relativ fix einher. So, guck mal, das haben die schon hübsch gemacht, ne? Ja. Das ist schon... Das ist auch etwas, was ich an CIG faszinierend finde. Die haben nie den Status quo, sondern sie sind immer dabei zu überlegen, wie kann man das noch verbessern. Faszinierend. Ja. Sie hätten ja auch sagen können, mit der V2, gut, das ist es jetzt so. Fertig. Aus die Maus. Aber nein, sie bauen immer noch und machen besser und besser und besser. Und ich folge auch nicht diesem komischen Argument, was ich manchmal lese, dass sie sagen, ja, das sieht ja heute schon nicht mehr so toll aus und in 5 Jahren ist die Grafik längst veraltet. Hä? Warum? es ist heute schon so realistisch und es wird ja noch besser werden. Sie sind ja ständig dabei zu verbessern, dass ich denke, es ist ja nicht so, dass wir heute irgendwie Klötzchen-Grafik hätten, wie irgendwie Anno 80 oder 1990 oder sowas, sondern das ist ja schon auf einem Realitätsgrad, der einzigartig nur noch in minimalen Schritten zu verbessern ist. Ja. Insofern wird das nicht in 5 Jahren veraltet sein. Warum? Die neuen Sandtexturen? Na, wir fliegen jetzt einfach mal hier runter und gucken uns das mal an. Mhm. In welcher Auflösung spielst du eigentlich? Im Moment noch 1080p. Okay. Wenn der neue Monitor da ist, dann 1440p. Sehr gut, das wird dir auf jeden Fall nochmal deutlich besser gefallen. Das hebt die Qualität nochmal ein ganz schönes Stück nach oben, ja. Es gibt noch ein paar kleine Fehler. Du siehst das jetzt auch da wahrscheinlich, wo wir hinfliegen, dass du so komische Striche hast, würde ich sagen, in den dunkleren Flecken, ne, so ein bisschen. Im Moment, also ich habe jetzt die Außenansicht, sehe ich das nicht. Also rechts siehst du es. Warte mal, ich lehne mal kurz die Nase in die Richtung. Da ist dieser helle, dunkle Übergang und da siehst du, dass das sieht so kammstrichartig aus, als wenn man eh die Wüste, durchkehrt hat, ne? Ja. So, und das ist natürlich auf hohe Distanz, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter links jetzt da hochgucke, sage ich mal, da sieht das natürlich noch anders aus. Das wirkt komisch, aber es passt eigentlich.
Was aber jetzt deutlich weniger geworden ist, vor 2 Patches, glaube ich, 3.10, da wirkte die Landschaft teilweise noch sehr, wie soll man das sagen, repetitiv. Also es hat sich halt viel wiederholt und hat viel dieselben Assets gehabt. Diese Übergänge waren auch sehr deutlich und das ist jetzt alles doch sehr, sehr schick geworden. Es wirkt sehr organisch. Warte mal ganz kurz. Da hat jemand eine Frage gestellt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Normalerweise müssten die unter das Personal SC und dann Personal Inventory laufen. Ne? Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, weil Xaben gerade schreibt, sie laufen ressourcentechnisch am Limit. Da kommt noch viel mehr, sobald OCS, Server Missing, iCache etc. da sind. OSC, Object Container Streaming ist es nicht. Ja, er meint von der Auslastung her, ne? Ein Server kann einfach nicht mehr berechnen, als im Moment das der Fall ist. Aber die visuellen Einflüsse, wie zum Beispiel die Präsentation des Mondes, gehen die wirklich einher mit den Server Meshing und den iCache? Das glaube ich fast gar nicht. Das sieht so hammer aus. Ich denke, das Gesamtpaket ist es. Also die Grafik selber vielleicht nicht, aber sie haben auch gerade gesagt, irgendwie ein Server muss alleine 2000 NPCs berechnen, was halt dann nicht funktioniert, wenn der Datendurchsatz zwischen Server und Client nicht stimmt. Ja, und die ganzen Daten der 50 Spieler müssen ständig hin und her gestreamt werden, wo sich wer befindet. Ey, das sieht so hammer aus. Das Einzige, was halt wirklich die Immersion rausnimmt, ist diese, also ihre Texturtechnik, die würde mich interessieren, weil du siehst immer, wie irgendwas nachzittert und zieht und zappt und das Aufploppen stört mich nicht mal, aber dieses Nachzittern, siehst du das? Dass sich das zwischendurch so verzerrt, ne? Ja. Mhm. Das nimmt halt so viele, weil das kenne ich von keinem anderen Spiel, das kenne ich nur von hier. Weiß nicht, ob das am Streaming liegt, keine Ahnung, weil ich hätte eher gedacht, das ist so eine lokale Grafikspeichergeschichte. Vielleicht die Heatmaps, die noch nicht vernünftig abgestimmt sind. Daran wird es liegen, denke ich mal. Mhm. Ich weiß es halt nicht. Ja, dass manchmal die Bodenstruktur so ein bisschen verschwimmt und sich verzieht. Mhm. Und weißt du, was das jetzt noch richtig gut untermalt? Mhm. Hör mal auf die Engine. Ja. Diese gesamte Akustik, die macht das noch sehr gut. Ich erwische mich immer wieder, wenn ich mal Offscreen für mich spiele, weißt du? Ich habe kein Voice, ich rede mit niemandem. Mhm. Oh, guck mal, die Schlucht hier, wie die sich gerade so präsentiert, ne? Wunderbar. da links die 600i, sehr geil. Und ich rede dann einfach mit niemandem und dann hörst du jede kleine Nuance von deinem Schiff. Das ist so ein Detail, das geht im Stream so häufig unter, aber wenn du privat für dich spielst, du hörst jede da ist was weggeflogen. Du hörst einfach jedes noch so kleine Detail, dein Schiff spricht richtig mit dir und das ist auch in Kombination mit dieser wunderschönen Grafik und Atmosphäre ist das einfach unglaublich. Das ist halt das, weswegen mir manchmal diese Detailverliebtheit oder die Qualität so manchmal der ein oder andere Freudentränen übers Gesicht wandern lässt. Es ist halt wirklich, für mich als Spieler ist das ein emotionaler Meilenstein. Da unten liegt das Teil von der 600i, das ist auch geil. Das ist auch so ein Detail, ne? Das ist schon ziemlich cool. Ist gerade runtergefallen und liegt da unten. Da kommt noch eine Cutlass an. Ja, diese, Hoch. Warte, was macht denn das Schiff? Geh mal wandern. Ach, jetzt so die Schiffe im Gegenlicht und so. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Da kommt noch eine Saber. Geil, der Sound eben. Geil. Ja. Das ist einfach dieses Gesamtkonzept und viele sagen ja immer, der entwickelt zu lang und dies und das. Und du liest seltsamerweise auch sehr viele Kommentare in irgendwelchen Foren, die beziehen sich auf technische Standards aus dem Jahr 2014 zum Beispiel.
Ja. Und wenn man sich dann mal die Leute nimmt und auch mal ein bisschen geduldig ist und mal mit den Leuten einhergeht und dann das alles mal so vor Augen führt, da sind die meistens sowas von hin und weg, weil die sagen, wow, also, wie bitte? Wenn sie denn offen sind, ne? Es gibt ja auch welche, die wollen das einfach nicht sehen, was hier geleistet wird. Hier die Bodentexturen, wie du hier siehst, die haben sie auch nochmal überarbeitet. Mhm. Wurden auch nochmal wesentlich hübscher. Ist das Teil noch das da? Hammer. Ja. Das ist halt so spektakulär alles geworden und ja. Auch Microtech, wenn du da wirklich mal die Zeit nimmst für die Perspektive und nicht nur drüber fliegst mit Highspeed, sondern du landest mal und versuchst mal die Berge hochzusteigen, das ist unglaublich, unglaublich spannend. Unglaublich schön. Ach, das ist eine Cutty Red. Das Teil ist leider schon weg. Schade. Was denn? Ich wollte mir gerade das 600 E-Tail aus der Nähe angucken. Ist weg? Oh, ja, leider despawned. Ich finde es immer faszinierend, wenn man mal zu Fuß unterwegs ist und dann sich andere Schiffe anguckt, wie sie über einen hinwegfliegen und so. Du kriegst aber eine andere Perspektive, als wenn du in deinem Schiff drin sitzt und nur per F4 Außenansicht dir das anguckst. Oh, 2:30, jetzt muss ich langsam echt Schluss machen. Ja, das ist nicht so wild. Ich mach gleich Mittag. Okay. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt auch dann, ne, wenn sie jetzt, du musst ja wirklich mal die Zeit nehmen, Kai. Du musst wirklich mal die ganzen Monde mal abfliegen, die neuen Atmosphären, die sie haben, vor allem um Hürsten, die sind auch sehr schön geworden, Aberdeen, wie du jetzt aus der Entfernung sogar die Wolkenzüge siehst mit den geografischen Grundterras und so, das ist alles sehr, sehr hübsch geworden. Das ist wirklich einzigartig gut. Na, das lohnt sich schon. Das lohnt schon. Das ist schon angenehm. Da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Mhm. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Wo bist du denn? Okay. Bist du nicht auf dem Server, Seenosen? Sonst wird das, glaube ich, schwierig wegen den Lags. Guck mal, hier zum Beispiel geht das wieder. Weißt du, jetzt scroll ich gerade durch meine Kontaktliste durch. Mhm. Jetzt läuft das wieder halbwegs normal. Ja. So. Wenn wir erstmal das Wettersystem, Wolken haben und so. Das könnte ja vielleicht auch schon kommen. Also wenn sie jetzt diese Gaswolken-Tech haben, sie sagen immer, das ist nicht das, was sie für die Wolken, für das Atmosphärenwettermodell brauchen, aber ich denke schon, dass das darauf aufsetzen wird. Einfach von der Darstellung der Wolken her, kann ich mir vorstellen. Na, mal sehen. Aber stell dir vor, jetzt kommt so eine Wetterfront oder es regnet oder was weiß ich. Oder man muss erstmal durch so eine Wolkendecke durchstoßen, bevor man dann unten auf dem Planeten zur Landezone kommt. Mhm. Na, das ist halt die Frage, weil ich habe so einen neuen Warp noch nichts davon gesehen, ne? Aber wir haben ja leider zum Glück noch nicht alle Teams drin. Ja. Das ist auch schön, wie das jetzt langsam dunkel wird. Ja. Ja. Also ich guck gerade fasziniert den Sternenhimmel an. Das haben sie ja auch, was ich eingangs sagte, neu gestaltet. Das sieht echt faszinierend aus. Ja, mein Lieber. Ja. Robert. War schön. Hab super viel Spaß gehabt und danke für deine geduldigen Erläuterungen. Ja, gerne. Als Noob. Nee, bist ja nicht. Bist ja schon ein guter Mann. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Freut super. Mich. Dann gerne wieder. Wünsche ich dir noch einen schönen Jahresausklang. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht 2021 mal wieder zusammen was unternehmen können. Würde mich sehr freuen. Ah, das kriegen wir hin. Zur Not. Naja, sobald das Stanton-Event ist, nehme ich dich auch gern mit. Ja, super. Freue ich mich drüber. Dankeschön. Ich hoffe, den Chat hat es gefallen, dass du da warst. Ich hoffe auch, dass ich nicht so viel Scheiße erzählt habe. Ja,
Alles gut. Ja, dem Chat auch nochmal frohe Weihnachtstage. Kommt gut und gesund ins neue Jahr und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, hoffe ich. Und wie gesagt, danke nochmal, dass ich Gast sein durfte und bis nächstes Jahr, lieber Robert. Gerne, lieber Kai. Danke fürs dabei sein. Bis schönen dann. Tag noch. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Diese wenigen Stunden mit Astro. War ganz, ganz angenehm. Mal ein bisschen cool quatschen und mal mit jemandem zu reden, der auch sich sehr intensiv mit Star Citizen beschäftigt. So. Und danke natürlich an alle, die gerade bei der ITRIS mitgeholfen haben. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. War sehr, 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 sehr cool. Was kann das noch toppen? Was muss jetzt kommen? Na, ich mache jetzt aus, Chat. Ich mache den Stream jetzt aus. Was haltet ihr davon? Jetzt wird ausgemacht. Ne? Oder sollen wir noch ein bisschen weiterspielen? Weil das kann es jetzt eigentlich nicht mehr toppen. So. Das war ja ein schöner Talk zwischendurch und schön gezockt und alles ist super. Cousins muss kommen. Nee. Ja, nee, also ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen möchte. Eigentlich,